An den Decks. Der Podcast von DJs mit DJs für alle. Mit Dirk Kronberger und Thomas Haag. Hey du, da bist du ja schon wieder. Moin. Moin. Na? Moin, moin. Immer noch in Hamburg etwa? Ja. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Und wie geht's dir hier? Gut soweit, ja. Ja. Hamburg ist eine echt schöne Stadt. Was mir aufgefallen ist, Banner hängen schief. Ich hasse dich. Das ist nicht mehr lustig übrigens. Nee, mir geht's gut. Wir hatten heute Morgen hatten wir ein Franzbrötchen. Ja. Auf Empfehlung einer... Also einfach eine sehr netten jungen Dame, die uns gesagt hat, wo der Bäcker denn zu finden genau. ist, den wir gesucht haben. Genau. Mhm. Ja. Genau. Lieben Gruß an die Unbekannte. Genau. Und ansonsten sind wir heute wieder in Wandsbek beim René bei Living Dead Production. Genau, da sitzen wir und dürfen glücklicherweise unser Podcast aufzeichnen. Und wir sind nicht ganz allein, denn wir haben natürlich auch heute wieder einen Gast dabei. Ach, yes. Es ist DJ Suro. Hallo. Hey, moin ihr zwei. Moin. Schön, dass ihr in unserer Stadt seid. Ja, schön, dass du uns besuchen kommst. Sonst hier. Bin ich ja gerne mal bei euch, aber dazu später mehr. Aha. Ja, genau. Ja. Was ich so gefunden habe, geboren 76 hier in Hamburg, genau, und dann hier wahrscheinlich auch aufgewachsen, bist DJ und Producer, arbeitest also auch in Studios als Produzent anderer Projekte. Mhm. Genau, hast du auch eigene Projekte, die du produzierst? Mm, du meinst jetzt wirklich unter meinem Namen, ne? Und, ja, ne, oder, ja, oder Bands, die du selber irgendwie gegründet hast oder sowas? Ja, also ich war auch mit dabei in der Anfangszeit, der Gründungszeit quasi von Superbad. Das ist eine Funk-Kombo, die es schon seit 16 oder mehr Jahren gibt aus Hamburg. Und haben einige Partys, Nächte und Städte bespielt und... Endlich wird auch ein Release kommen. Es ist unglaublich, nach mehr als 16 Jahren kommt das erste Release von Superbad. Ah, okay. Da bin ich nicht nur der Turntablist, DJ. Wir haben nie einen festen Sänger gehabt, bis zu einer gewissen Zeit. Haben echt viele Jahre einfach so auf Partys gespielt, wo wir dann, meistens waren es Funk- oder Hip-Hop-Partys, wo das gut reinpasst. Wir haben James Brown-Dinger nachgespielt, Grooves, und ich habe so Rap-Acapellas und Soul-Acapellas und Scratches von James Brown drüber gehauen. Aha, cool. Versteht man ja, sofort und es funktioniert halt mega. Gehen die Beine in Po und irgendwie, keine Ahnung, die Leute fanden es super und das hat funktioniert. Das haben wir immer so gemacht. Und Platten, ja, keine Ahnung. Habe ich schon mit anderen Leuten gemacht, produziert, für Shawnee T zum Beispiel. Das ist ja dann vor einem guten Jahr rausgekommen. Rough, Rugged and Smooth, Shawnee T aus London habe ich produziert. Sind illustre Gäste wie Shawnee T sowieso, sein Album Roots Manuva drauf, Rodney P, keine Ahnung, die ganze alte Veterans School aus London ist drauf. Da sind Leute aus Jamaika drauf, Sänger. Genau, also im Produzieren war ich auf jeden Fall nicht unfleißig, kann man so sagen. Hab eine Deutsch-Rap-Scheibe noch produziert für Cerise. Die kommt dann jetzt auch raus dieses Jahr. Und genau, meine eigenen Sachen habe ich komischerweise, also zuerst kamen zwei Funk-Scheiben auch, die ich zusammen mit Julian Susu auf Leger Recordings rausgebracht habe. Ein Indie-Label aus Hamburg auch. Und das war dann erstmal, obwohl ich sogar dann zum Beispiel mit Dendemann als DJ unterwegs war, 2,5 Jahre der Live-DJ so, habe ich im Studio zum Beispiel Funk gemacht so und dann haben wir diese zwei Platten rausgebracht, total toll und so. Aber meine eigenen Sachen habe ich gar nicht so doll in den Fokus gerückt immer und das kommt jetzt. Also meine erste Scheibe wird auch noch demnächst kommen. So, da arbeite ich auch dran, und dann auch noch eine Beat-Scheibe und so, muss auch gleich hinterher und so, keine Ahnung. Da ist ein bisschen Nachholbedarf jetzt, was meine eigenen Sachen angeht. Obwohl ich Teil dieser Zweier-Kombo war, Teil der Band bin und so. Aber ja, genau. Man geht dann immer so ein bisschen unter, ne? So im Team oder in das der Das passiert Band. Dann automatisch. Ja, genau. Ja, genau, auch gar nicht schlimm. Ich mag Teams, ich mag Bands, ich mag diese Zusammenkunft und ich mag Magie, die entsteht im Raum, wenn mehrere Leute zusammen was machen. So, ich liebe das total. Ja. Aber dann dachte ich auch irgendwann so, wieso hat es eigentlich so lange gedauert mit dir selber? So, irgendwie so geht ja gar nicht. Ja. Aber alles gut, kommt jetzt so und musste auch so sein vielleicht.
Aber wenn das jetzt alles so gebündelt rauskommt, hast du dann nicht sehr viel zu tun für Promo? Zu viel, etc. Ja. Das ist wieder das Gute, dass diese Gemeinschaftsprojekte nicht alle an mir alleine hängen. Ne? Ja. Da kannst du dann auch den anderen sagen, so jetzt mach du mal dies, das. Weil beim Produzieren hast du ohnehin schon irgendwie sehr viel zu tun dann. Ja. Das ist nicht einfach nur mal so, ne, wie man dann weiß oder manche denken dann so, ja, was hast denn du dann jetzt da gemacht oder was so? Instrumente gespielt? Ich meine, klar, manchmal ja, manchmal nein. Manchmal holst du dir Features, Instrumente, Musiker oder machst irgendwie dies und jenes und drehst Knöpfe und baust Beats und so. Aber es ist halt auch noch so viel drumherum, was produzieren bedeutet. Also ausproduzieren. Der eine baut Beats und der andere produziert wirklich aus und schreibt Songs und macht richtig dann womöglich noch ein ganzes Album. Das ist ja auch irgendwie so eine schlechte Angewohnheit von mir, dass ich es liebe, dass ich immer noch es mochte viele Jahre und auch eigentlich immer noch mag, ganze Alben zu produzieren. Mhm. Weil dann passiert ja nochmal was, was heute eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß ist. So. Aber da kannst du nochmal gewisses Rundes erstellen sozusagen, was aber auch dann im Artwork wieder gespielt werden muss und allem. Also es muss alles, du brauchst dann gute Leute fürs Artwork und alles und das ist, da musst du irgendwie überall ein Auge drauf haben und dann die Mischung und dann Mastering und so und ey, Arbeit ohne Ende, das steht noch fest. Was meinst du denn, was passiert denn, also du hast gesagt, da passiert denn was, was heutzutage gar nicht mehr gefragt ist. Ja, also, leider sind ja Singles, alles geht um Singles heutzutage, ja, genau. Das meine ich. So in den Streamingdiensten und so weiter, ne? Irgendwie einzelne Songs und so weiter. Wobei ich immer noch sagen, dann Leute, die auch aus der Szene sind und so, und dann argumentiert man oder so, oder dann guckst du Spotify an, ja klar, es geht um Singles oder so, aber trotz alledem, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich meine, mir braucht man es nicht zu sagen, unter einem Funk-Nerd, der im Le Funk in Hamburg auflegt und da sind und nichts mit Digital und Serato am Hut hat, sondern mit seinem Vinyl-Shit dahin kommt, wie es immer zu guten Zeiten noch war, irgendwie vor Corona irgendwie sozusagen, dann kommen die dahin, die Nerds mit ihren Vinyls, denen brauchst du gar nichts vom Computer erzählen und von Singles, so irgendwie, okay, die haben auch Singles dabei. Aber das ist was anderes, die wissen gute Alben zu schätzen. Ja. Und wenn ich auf iTunes jetzt gehe, so, da ist immer noch ein Album, dann siehst du aber auch die Beliebtheit und die Sternchen und die, die gekauft wurden und die, die nicht. Und natürlich picken sich die Leute ihre Singles raus. Ja, ja, genau. Und die Singles werden vermarktet, viel mehr als die Alben früher. Ja. Aber ich weiß, ein gutes Album immer noch zu schätzen. Und ich glaube, es gibt genug Künstler, die das immer noch gerne wollen da draußen. Aber wie immer spielt es eine große Rolle, was die Industrie halt supportet. Ja. Und da ist ein anderer Weg natürlich. Da ist es dieses... möglichst anderthalb Minuten oder in Deutschland ist es irgendwie so und dann so, und die erste halbe Minute, das muss ganz spannend sein, die Leute dürfen nicht verloren gehen bei Spotify und so, dürfen nicht weiterklicken, weil die muss mindestens 3 Sekunden gespielt sein, sonst zählt es nicht als Play und Klick und das habe ich, tatsächlich vor kurzem in einem anderen Podcast gehört, dass jetzt Musiker auch anfangen oder Produzenten auch anfangen, Musik anders zu produzieren als vorher, als noch sozusagen vor den Streamingdiensten, weil sie jetzt sozusagen streamingdienstgerecht produzieren wollen, damit sie irgendwie in den Rankings da irgendwie. Was auch immer das dann immer bedeutet, so. Aber ja, es ist witzig, habe ich gestern mit Felix auch drüber genördelt, kurz im Studio hier von Concord Audio. Partner von mir auch, sehr geschätzter Herr, der auch Musiker ist, auch produziert und so und mit Bands zusammen. Und dann haben wir über dieses Spotify-Ding und Loudness und so geredet und da mal so ein bisschen verglichen irgendwie. Und dann gibt es diesen Loudness-Button halt so. Bei den meisten Leuten ist er an bei Spotify. Man weiß es gar nicht. Ja. So. Ich selber war so, ja klar, stimmt, klar, gibt dieses Häkchen. Wenn du es ausmachst, sind die Tracks, werden so abgespielt, wie sie tatsächlich sind. Ja, aber es ist standardmäßig an und die Leute wissen es eigentlich gar nicht. Ja. Also das heißt, der Loudness-Button ist der Angleich-Button. Das heißt, alle Tracks sind natürlich auf einer Lautstärke, wie bei euch jetzt im Podcast, im Radio oder ein DJ ist zurechtbereitet im Club oder wo auch immer. Ja. Du gleichst die Levels an. Das macht dieser Button automatisch. Klar, logisch, irgendwie so. Aber der zieht halt zu laute Tracks runter und zu leise hoch. Aber jetzt irgendwie trotzdem dahinter stecken dann trotzdem irgendwie jetzt so ein Drake oder was auch immer als Beispiel, als Mainstream-Beispiel so, der hat dann die Top-Produktion und das ist super laut, wenn man sich das genau anguckt, auf null und noch bis ganz knapp drüber und es ist alles super mega perfekt und alles. Ja. Aber das wird runtergeregelt von Spotify auf minus 6 dB oder so. Und dann, damit es auf dieser Level ist, wo alle drauf klarkommen und wo man im Moment ist. Ja. Und Tracks, die leiser sind zum Beispiel, aber mehr Dynamik haben und trotzdem schön produziert, die hochgezogen werden, die klingen jetzt witzigerweise dann teilweise lauter als ein Drake, obwohl du gar nicht das Mastering bezahlen könntest, was er hat oder so. Aber du hast mehr Dynamik. Also es ist so ein bisschen, das ist ganz cool, dass es da wieder ein bisschen hingegangen ist, dass Dynamik wieder ein bisschen mehr eine Rolle spielt, dadurch, dass es solche Sachen gibt. Weil am Ende entscheidet sowas immer die Industrie. Das ist krass. So ein Button oder halt die großen Labels, die gewisse Sachen pushen, fördern oder so. Zu viele Höhen, das ist so ein Trend oder so. Lautheit, Höhen, das ist so diese
letzten Jahrzehnte gewesen, dieses, es muss immer höher, schneller, weiter. Und jetzt hat sich alles ein bisschen wieder entspannt. Das ist ganz cool. So. Ich höre in dem Zusammenhang oft den Begriff Headroom. Ja, ne? Kannst du das mal erklären? Ja, das ist, so ein bisschen geht das in die Richtung, ne? Mhm. Genau. Alles an die Wand fahren irgendwie ist kein Headroom mehr. Also an die 0 dB ist so diese digitale Grenze. Früher im Analogen konnte man dann nochmal irgendwie so an einem Mischpult, wenn du im Studio bist, und dann hast du klassischerweise so einen riesen Mischpult und da sind die einzelnen Instrumente und Spuren drauf, da kannst du was ins Rote fahren, da kannst du dann schön irgendwie satt anheizen, so das Instrument, die Spur, Stimme, Bass, was auch immer, und durch diese Sättigung entstehen gewisse Obertöne und gewisse Übersteuerungseffekte, die man haben will. Das kannst du im Digitalen so nicht machen, da brauchst du dann Plugins oder so für diese Übersteuerung, aber du kannst nicht einfach sagen, ich gehe über die Null rüber und dann fängt es an, irgendwann funky zu werden. So, ne, über die Null bei Digital ist nicht gut, so, klingt nicht gut und ist irgendwie so, endet auch irgendwo. Und Headroom ist irgendwo der Abstand zwischen 0 und lass noch ein bisschen Platz nach unten, damit ein Mastering-Typ zum Beispiel noch was rausholen kann an Lautheit, aber auch Dynamik einhalten oder so. Oder genau, Headroom ist eigentlich nur das zwischen 0 und minus 20 dB oder was, oder 0 und zwischen 0 und minus 10 dB, so ein bisschen Platz zum Arbeiten ist. Eine Pufferzone. Noch. Eine Pufferzone, danke. Ja. Genau. Das ist ein gutes Wort. Ja, okay, verstehe. Aber jetzt sind wir ja sehr, sehr aktuell, springen wir mal ganz weit zurück, ganz weit zurück. Du bist in den frühen 90ern aus der Schule rausgekommen, ne? Ich glaube, was, 96 kann es sein? Ja. In Hamburg, ja. In Hamburg. Obwohl es zwischendurch auch kurz woanders war, aber ja. Wo? Ein Jahr in England mal irgendwie. Also Schüleraustausch. Ja, kann man so sagen irgendwie. Nee, ein bisschen hippiemäßig waren meine Eltern unterwegs und dann gab es da so eine Schule, wo man dann so hin konnte. Mhm. Und ja, das war so ein bisschen so, da kommt mein Name auch her, Suro. Ja, das wäre auch noch eine Frage. Genau. Ja, ist nicht nur mein Künstlername quasi, so den benutze ich dafür auch, ist mein zweiter Name auch Paul, geburtsmäßig. Und dann habe ich mit 8 Jahren so einen zweiten Namen noch bekommen, weil die so, ich weiß nicht, ob ihr so von Bhagwan und so mal was gehört habt, so ja, Sanyas, ne, so, manche dachten, es ist auch so eine krasse Sekte, wo es dann irgendwie fett abgeht und so, und Hare Krishna und so. So war das nicht. Irgendwie so, irgendwie waren lustige Sachen, wo man drüber reden könnte jetzt noch irgendwie so, aber alles in allem, ich habe meine Kindheit da verbracht, alles cool so, es ging so um, irgendwo muss man was rauslassen, gibt einen coolen Film auch jetzt dann da, Bhagwan, Deutschland und sein Guru oder was, irgendwie so hieß der, gibt es in der Mediathek noch, von, weiß nicht mehr, ob das hier irgendwo der öffentlichen war, rechtlichen oder ob es Arte war, mal die erste richtig coole Doku, wo die Leute aus der Szene zu Wort kamen, ausschließlich die, nicht irgendwelche Kritiker, nicht irgendwelche Journalisten, was es alles schon gegeben hat, sondern auch kritische Stimmen, aber alle von innen heraus jetzt im Nachhinein erzählt und die Geschichte. Und dazu gehörte, dass Kinder teilweise mal zu einer gewissen Zeit hieß es ist doch ganz cool wahrscheinlich, wenn die Kinder da auf diese Schule gehen, weil da sind sie unter sich und dann sind sie auch geschützt und so und sind, können sich frei aus. Ist ein bisschen Waldorf-mäßig. Ja. War's. Ja. So ein bisschen so war's. Mhm. Und free und irgendwie so. Und wir mussten da keine komischen Dinge machen und gar nichts. Alles gut so. Konntest frei sein irgendwie, ich war kleiner, wilder Junge irgendwie so und dann hast du viel Landschaft, da gab es zwar in England, ein bisschen auf dem Land und trotzdem wollte ich zurück zu meiner Familie nach einem Dreivierteljahr und wollte in Anführungsstrichen ein normales Leben und so, das war dann so meine Erkenntnis irgendwie und, so, aber war eine Erfahrung. Und was aber bedeutet Suro? Surodaya kommt aus dem Sanskrit. Alte indische Sprache, da haben dann alle so einen Namen aus der indischen Sprache bekommen halt so und Surodaya bedeutet Sonnenaufgang. Ah, ja, ja. Okay. Ganz chillig. Aha, ganz cool. Ja, oder? Und den Namen hast du da bekommen? Yes. Da in dieser nee, Schule? Nee, es war in Hamburg tatsächlich. Ach so, doch. Ja, genau, hier Karolinstraße war da so auch eins der Center und dann hast du zwar relativ easy so irgendwie, oh okay, irgendwie so, nächster, hier dein Zeugnis, hier dein Name, zack, Maler, irgendwie so eine Kette, hau rein, nächster, so ein bisschen. So, also wirklich gar nicht so das große Ding, aber hat man von ihm bekommen wohl irgendwie aus der Ferne und okay, ja, waren einige Namen dabei. Okay, hast du ja bis heute behalten. Ich habe einen und den habe ich behalten und den mochte ich. Meine Schwester zum Beispiel konnte da nicht viel mit anfangen und die war da raus zum Beispiel so. Ah ja, ja. Okay. Ist bei ihrem bürgerlichen Namen geblieben. Also jedenfalls 96 bist du mit Abitur aus der Schule. Hast du denn zu der Zeit schon aufgelegt? Ja, ein bisschen, auf jeden Fall. Auch Schulpartys, ein, zwei sozusagen an der Schule und dann
auch woanders halt, privat und so. Und aber so richtig klubbige ging es dann erst ab 98. Also es waren dann nur private Sachen. Oder ja, Schulparty so ein bisschen, so was man da dann so hatte. Aber gab es noch irgendwas Öffentliches vielleicht mal irgendwo? Ich glaube eher nicht. Es war wirklich dann öffentlich so richtig und so richtig die Club-Erfahrung auf jeden Fall ging erst seit 98 los dann so. Warum hast du denn angefangen aufzulegen? Also was war zu Hause, ne? Was war zu Hause los, dass du gesagt hast, okay. Hier stimmt was nicht. Ich muss das mit dieser Musik machen. Ja, echt, ne? Hm? Es ist immer, wenn ich so zurückdenke, also abgesehen davon, dass meine Mutter ein bisschen Klavier gespielt hat und wir auch Vinyls rumstehen hatten und sie ihre Favorites hatte, die ich auch, mit denen ich auch was anfangen konnte und ich Radio faszinierend fand und mir dann irgendwie so eine, keine Ahnung, meine Tapes bespielt hatte und so eine Kompaktanlage da hatte, wo dann auch ein Plattenspieler dabei war. Trotzdem habe ich dann eher erstmal die Platten von meiner Mama gehört und dann diese Tapes, die ich mir bespielt hatte aus dem Radio und so. Und dann ging es irgendwann los, dass von einer Freundin von meiner Mutter, da waren zwei Söhne, mit denen ich auch Zeit verbracht hatte und der Ältere hat mich auch auf unter anderem und vor allen Dingen auf Hip-Hop gebracht, so. Und das waren eigentlich die, okay, da kamen CDs erstmal noch, Single-CDs auch und so gab es ja alles noch damals, voll witzig und neue Alben und dann kam irgendwann Vinyl und das kam dann alles so, Musik muss ich, keine Ahnung, das war irgendwie so ein fließender Übergang, dass ich dann, man hat da irgendwie natürlich dann Vinyl gesammelt und so, wenn man irgendwie das ernst meinte und faszinierend fand, wie ich das fand, DJ mixen, Plattenspieler, irgendwie, das ist ja schon dann machst du ja schon eine Anschaffung, Plattenspieler und dann hast du die erste Kiste und dann wird es die zweite mit Vinyl und so und dann merkst du irgendwann, okay, nimm Form an hier, es scheint ja ernst zu nehmen. Hab trotzdem gescratcht irgendwie viele Jahre und alle genervt irgendwie, bis es irgendwann gut klang, so, also so ein bisschen, irgendwo machst du es ja, oder ich hab's so gemacht, weil ich Bock drauf hatte und überzeugt davon war, ob das jetzt am Anfang so geil war, aber so witzig irgendwie. Keine Ahnung, gibt es Leute, die sich daran zurückerinnern, wie ich auch dann aufgelegt habe, irgendwie, klar, hier und da hast du irgendwie Kraut- und Rübenmäßig aufgelegt, so, aber du hast es halt einfach gemacht, ne? Ja. Irgendwann ist man über Jahre halt besser geworden, ne? Ja, ja, genau, die Erfahrung braucht ja, man. Ja, ist so, was ja. Ist so witzig irgendwie, einfach gute Freunde, die irgendwie so ehrliche gute Freunde, die dann auch irgendwie so, lach sich tot, wenn dann, hatte ich halt irgendwann mal letztens wieder dieses Gespräch, erinnern sich ein paar dran, wie ich dann auch erste WG, irgendwie andere Seite, Schanze, wo ich groß geworden bin, nicht Rosenhofstraße, sondern direkt gegenüber von der Roten Flora, Schulterblatt. Da war eine WG und da haben wir nice Partys gefeiert und so auch irgendwie so auf dem Balkon, also drin, aber auch auf dem Balkon, wenn dann vor allen Dingen auch hier dieses, immer, es war auch immer irgendwie Straßenfest und so, Flohmarkt und dann, es gibt's immer einmal im Jahr, gab's das Schanzenfest und da war echt viel los auf den Straßen so und abends noch tausende Leute auf der Straße, so alles voll halt so und dann habe ich vom Balkon aufgelegt und wir hatten so eine Totec-Anlage, habe ich dann von denen, als die Hauptbühne dann dicht gemacht hat, habe ich übernommen oben quasi. Aha, cool. Bis dann und die Straße Bescheid. Ja, ja, genau. Ja. Und das war auch einfach so, da kam auch dann so Mike Jackson mit Bob Marley und danach ein Hip-Hop-Song und dann so, keine Ahnung, so halt, musste ich mir letztens nochmal anhören, so weil ich gar nicht mehr genau wusste, was ich da aufgelegt habe, aber so, mein Freund sich dann darüber amüsiert hat, meine Selection, die einfach damals schon so irgendwie, ich mache halt, was ich für richtig halte, so ob das jetzt hier geil ist oder nicht, keine Ahnung, so ne? Ein bisschen gescratche, irgendwie wild. Ja. Keine Ahnung, Jan Delay auch mal irgendwie neben mir gestanden, die kamen dann hoch, die, also auch eher, weil er Freund ist so und Bekannter so und dann da war und so und das war alles so normal, aber ich habe es gemacht irgendwie so. Also gut ist man mit der Zeit geworden und Geschmack hat sich auch entwickelt so und da habe ich auch die eine oder andere lustige Scheibe rausgeholt, wo man jetzt denkt, so, okay, krass, ja, das muss so wohl sein halt so. Dann sind wir doch eigentlich schon bei einem Knopf, oder? Welcher Knopf? Meine peinlichste Platte. Oha. Also ist, ja, ne? Das klingt doch sehr danach, als wenn da was zu finden ist. Stimmt, ne? Aber ja, es ist irgendwie, es ist witzig. Ich habe früher fand ich es immer ein bisschen peinlich, dann so im Nachhinein, also erstmal fand ich gar nichts peinlich, weil dieses Wort irgendwie gar nicht so geläufig ist in meinem Sprachgebrauch und ich auch gar nicht so finde, dass man dieses Wort eigentlich unbedingt benutzen muss, weil peinlich immer so, warum denn peinlich? Warum muss dir was peinlich sein überhaupt so? Ja. Also finde ich eigentlich, stehe ich dazu. Also immer noch.
finde ich gar nicht so wichtig, das Wort irgendwie so. Aber war mir irgendwo schon mal, ich weiß, ich hatte diese Momente im Nachhinein so, dass es mir unangenehm war selber, dass ich dachte, krass, das hast du echt aufgelegt. Wow, irgendwie so. Und das kann Jahrzehnte zurück sein. Okay, nicht übertreiben halt so, aber über 2 Jahrzehnte lege ich auch schon auf. Das kann viele Jahre her sein. Das kann aber auch irgendwann so, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre noch her sein, wo ich dann irgendwo an eine Clubnacht zurückgedacht habe. Gar nicht so jetzt die krassen Beispiele habe, so, aber irgendwann hatte ich eine Zeit lang nicht in dieser Ausprobierphase, Michael Jackson, was ich eben meinte und sowas, finde ich auch immer noch cool, manche mögen den gar nicht, ich habe auch kein Problem mit dem und so, aber es gibt so 80er-Sachen, die ich eine Zeit lang überhaupt nicht mochte, das war nicht cool so. Da sind wir dann, da war dieses, da habe ich Flora gegenüber vom Balkon aufgelegt, dann kam diese Reggae-Zeit und so, Dub-Café in der Flora, so war monster wichtig hier so irgendwie so. Die Reggae-Szene hat schwer ihr Ding gemacht in Hamburg. Ja. Irgendwie im Le Funk, was ich vorhin schon erwähnt hatte, wo sie auch immer noch ihre coolen Funk- und Soul-Partys machen normalerweise und so und barmäßig auflegen. Da war im Keller Jungle früher so, da habe ich dann plötzlich so, ich so, Jungle, krass, was ist das denn geil? Ich so, ja. Tanzen und wieder was Neues kennenlernen und so und dann über Funk und Soul und Originale von Hip-Hop und über Hip-Hop dann so und New York und keine Ahnung, alles so dieses Reale und so und alles, was so nicht real ist oder was irgendwie nicht cool ist, so da gab es die Zeit, da dachte ich schon ein bisschen so, im 80er gibt es einiges Peinliches und krass, das hast du selber auch aufgelegt früher, aber jetzt finde ich das auch gar nicht mehr so. Und dann merkst du auch irgendwann auch so, Ace of Base habe ich auch mal aufgelegt, meinen Spaß dran gehabt so. Oh. Und irgendwann liest du, krass, Alter, der hat ja irgendwie sogar Nazi-mäßige Hintergründe, der Typ so. Ah, okay, das wusste also, ich gar nicht. Ja, ist halt krass, wo du merkst, was weiß man denn schon immer alles, aber auf jeden Fall habe ich es gefühlt in dem Moment und ich würde es jetzt halt schon lange nicht mehr machen und ich bin irgendwo gewiss stilsicherer geworden und mein Geschmack hat sich immer mehr rauskristallisiert, aber ich bin auch irgendwo immer offener geworden, habe gemerkt, so, hey, ja, also das ist alles, gehört alles zu mir und irgendwie der rote Faden ist da. Ich war nie so irgendwie komplett verblendet oder so, glaube ich. Aber man musste auch mal ein paar Grätschen machen, um dann irgendwie daraus zu lernen, so. Oder auf den Kopf fallen, so kurz mal. Hinfallen, stolpern, um weiterzugehen. Aber jetzt hast du noch gar keine Platte genannt. Nee. Wollte ich auch bewusst drum rumkommen, weil es fällt mir schwer, jetzt eine zu sagen, wo ich wirklich denke, so, oh Gott. Fremdscham halt so. Ich habe aber Ace of Base genannt. Ja, okay. Ja. Oh, that she wants. Here's another baby. Ja, also ist geil, wie wir es gefeiert haben, weil es so geil kitschig ist, so hardcore fett produziert auch und so. Ja. Und dann liest du plötzlich so, krass, okay, what, der kommt aus dem Nazi-Hintergrund und hat sich dann ändern wollen und so. Ja, aber vor dem Hintergrund, dass dieser Typ in einer Nazi-Band gespielt hat, finde ich All That She Wants Is Another Baby schon ein bisschen geschmäcklerisch. Ja. Und I saw the sign. Aha. Oh krass. Ja, okay. Weißt du? Aha. Das ist so diese, geht eigentlich klar. Rechte genau. Verschwörungsbubble. Geht eigentlich klar, wenn man das weiß. Also, ja, so, also so aus meiner Sicht jetzt. Ja, genau. Also ich habe es gar nicht gewusst, bis vor wenigen Sekunden. Ja. Und kann man auch alles googeln. Ja, kommt man halt dann auch nur in gewissen Momenten drauf. Ganz also, ehrlich, ey, google ich jetzt Ace of Base oder was? Das fällt mir nicht ein, kann ich dir echt sagen. Okay. Okay, ja. Ich habe ganz oft im Netz gefunden, also mehr an mehreren Stellen im Netz zu dir gefunden, dass Leute geschrieben haben, dein Stil oder dein musikalisches Spektrum vor allem ist kaum in Worte zu fassen. Wo ich dann so dachte, Ace of Base. Ja, aber versuch du doch mal, dein musikalisches Spektrum in Worte zu fassen. Musikalisches Spektrum. Ich sag heute immer, ich komme von Hip-Hop, weil das ist irgendwo Soziation, keine Ahnung, spielt eine große Rolle bei mir. Ja. Das heißt auch immer noch, dass ich dann Hip-Hop in gewissen Weisen sich durch meine Hände oft einfließend auswirkt in der Musik, die ich produziere. Aber also Hip-Hop, Funk, Soul ist immer das, was ich wirklich viele Jahre gesagt habe. Ja. Aber es ist deutlich mehr als das, weil der Funk steckt in so vielen Sachen. Ja. Und ich fühle alles, was ich gut finde. Und wenn ich es jetzt reduzieren müsste, sind es wahrscheinlich 5 Sachen halt so Hip-Hop, Funk, Soul, Afro-Latin. Ja.
Okay. Reggae, sechs. Und brasilianische Sachen? Ja, Latin. Ach so, okay. Also sechs. Steckt da Brasilien mit drin? So, jetzt mal zu vereinfachen. Ja, ich bin nicht so der, irgendwie, ich muss nicht den ganzen Tag Bossa hören. Ich muss nicht die ganze Zeit jetzt hier Samba auch nicht so ganz so. Ah. Aber dann gibst du mal ein Stück oder so. Aber die Fanyas irgendwie und so, weißt du, so die Family und so Latin irgendwie ist schon so, also Fania Allstars oder so oder Tito Puente oder halt so dann die einzelnen Musiker, die einfach zu krass sind oder so oder irgendwie jetzt, ob jetzt Fela Kuti, man muss es mal irgendwie, wir haben halt hart James Brown studiert so und das ist ja auch mit Hip-Hop so verwandt alles. Aber es ist mir dann irgendwann auch irgendwo, auch ich muss, bei mir muss das immer weitergehen und ich finde das Spannende einfach, was es alles gibt. Ich muss nicht alles verstehen und nicht alles diggen, aber es gibt in Afrika einfach unglaublich viel zu entdecken. Dann immer wieder, ob die Rhythmen, die einfach die meisten von da kommen, dann oder halt aus der lateinamerikanischen Welt oder so, aber irgendwie dann abgewandelt werden und daraus entsteht das und so, aber die Ursprünge dann doch immer wieder aus Afrika oder so. Und aber ja, hey, Jamaika spielt auch so eine Rolle für mich so einfach. Also ob jetzt Reggae, den ich immer schon mochte, lege ich gar nicht so viel auf. Vielleicht mal ein, zwei Songs am Abend und vielleicht mal 10. Ja. Viel mehr ist das dann gar nicht so. Also wie gesagt, Hip-Hop, Funk, Soul und dann darf es auch mal bassig werden irgendwie gerne heutzutage und so irgendwie und modern, aber nie meinen Faden verlieren so. Sprich, Lyrics sind mir immer schon sehr wichtig gewesen so. Ja. Also worum geht's hier so? Ich kann mal einfach nur einen Track genießen. Ich kann auch einfach nur tanzen. Es geht auch mal um Party einfach nur. Ja. Und nur um Liebe, das schönste Thema der Welt so. Aber geht's oft und früher war ich dann noch engstirniger. Dieses so, ja, Hip-Hop-Soziation und so und dann so, ja, ey, was, New York und so, was denn sonst und so. Bisschen vielleicht mal East Coast gucken und so, aber eigentlich New York. Und dann so, okay, Jazz bisschen, gar nicht so viel wie bei anderen so, aber Funk Soul und so, das ist der Shit und so, das ist der Shit. Und irgendwann nach vielen Jahren, weil es bewegt meine Hüfte, auch immer noch und so. Mhm. Aber Afro halt auch und auch der moderne Afrobeat und so. Afrobeats halt so, was jetzt so ein großer Trend war in den letzten Jahren so irgendwie und mich sehr auch flasht und so. Oder halt einfach die UK-Verbundenheit so, das ist so Grime und einfach England ist so unglaublich innovativ, was Europa angeht. England und Frankreich, einfach super wichtig so. Und das ist alles, das will ich ja alles gar nicht missen eigentlich so. Kenne mich jetzt nicht übertrieben gut aus in Frankreich, würde ich gerne besser haben, weil ich die super, immer super fresh finde. Okay, Daft Punk kennt jeder halt so. Justice, manch ein anderer krasse Ausbrecher halt so an wirklich unglaublichen Produzenten oder was auch immer dann so. Aber auch so viel fresher Rap und so irgendwie, was so authentisch ist und so viel Energie hat und so, das verstehe ich halt leider immer nicht so viel davon. Ein bisschen kann ich noch so, aber nicht so viel wie jetzt Englisch und ja. Aber es gibt so viel, ist unglaublich, auch in Afrika, was da passiert alles jetzt so, weil die so viel autarker werden, weil irgendwie als Beispiel Nigeria so stark ist und so viel Macht aus seiner Industrie und ihrer Szene und so und viele andere Länder auch, das ist zu schön zu sehen einfach. Und ja, wenn jemand was zu sagen hat oder einfach nur die richtigen Vibes hat, so, dass ich es fühle, so, ich habe meine Homies, wenn wir das feiern, dann feiern wir es so. das ist ja, also, du hast auf jeden Fall relativ viel Zeit, dich mit Musik auseinanderzusetzen. Ja. Das klingt so. Ja, Fluch und Segen. Aber du lebst tatsächlich davon. Ich lebe davon, ich liebe es und ich lebe auch dafür irgendwo. Fluch und Segen sage ich deswegen auch nur wegen dieser Breitheit halt, wenn du dich ein bisschen breiter aufstellst und nicht nur eine Sache machst, dann musst du dich auch mit viel mehr beschäftigen und auskennen. So. Mhm. Und dann kannst du auch noch viel, viel mehr Fehler machen, dann kannst du auch noch viel mehr irgendwie erstmal kennenlernen und ausschließen wieder und so. Das ist so ein bisschen dieses so, das ist wirklich als DJ und als Produzent beiderseits breit aufgestellt sein zu wollen, ist bedeutet irgendwo auch viel Arbeit. Viel Zeit, ne? Also Zeit auch, extrem viel Zeit drauf. Genau. Ne? So die safe. Ganzen, alles so durchzuhören. Meine Frau hat mich das ein oder andere Mal schon verflucht, aber sie liebt mich trotzdem auch. Ich liebe sie dafür natürlich erst recht. Sehr schön, sehr schön. Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Sonst wahrscheinlich hätte ich auch nicht so viel Zeit gehabt. Ah, okay, das kann sein, ja. Stimmt, ja. Kinder? Na, weiß ich nicht. Oder dann wärst du nicht mehr zusammen oder so. Aber irgendwo hört es dann auch auf, ne? Wenn du dich, also nein, alles gut. Irgendwo hat man irgendwann auch einen gewissen Stock, hat man ja auch an Knowledge, so, keine Ahnung. Jetzt bin ich echt als Produzent auch an dem Punkt so, hab genug ausprobiert so. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man eine Sampleplatte à la MPC oder so machen will, wenn du mit Musikern zusammen, wenn du eine Liveplatte machen willst, so was muss man so, Grundkenntnisse, ich muss nicht mehr alle Fehler machen, so. Ja. Ich habe schon ein bisschen was gelernt, so. Also so sage ich mal, wenn jetzt ein Kind kommen würde oder so oder irgendwie, ne, also der eine ist vielleicht so ein Kind oder ist aber solo, die sind getrennt und irgendwie, oder der eine arbeitet halt in Fulltime oder in Schicht oder so,
irgendwo, glaube ich, kann man immer einiges noch hinkriegen. Ich finde es erstaunlich, wie manchmal jetzt, lass es sein, früher hat man auch immer gedacht, so New York, immer so krass, was, New York, die Leute müssen da 2-3 Jobs auf einmal haben, so. Und dann haben sie noch eine Musikkarriere oder so, oder sind Theaterkünstler, weiß ich nicht was für krasse, so. Und denkst so, wow, wie geht das? Das ist eigentlich, wie man weiß, alles eine Frage vom Management. Naja, klar, naja, klar. Ja, also wir beide haben jeder... Aber ihr habt recht. Ich habe jeder sehr zwei Kinder, also es geht schon. Ja. Man muss es irgendwie hinkriegen. Und ihr legt auch auf, ne? Ja. Ja, ja, also normal halt so. Geht alles so, also außer Frage. Aber man kann schon viel Zeit damit verbringen, ja, um zurückzukommen auf deine Frage. Auf jeden Fall war sehr viel. Hast du denn nach der Schule was gelernt? Weil du hast gesagt, du hast da eigentlich schon angefangen mit Platten kaufen und so weiter und so fort. Wie finanzierst du das zu der Zeit? Nö, so ein bisschen, da waren dann Jobs und bisschen hier und da rumhasseln und so, was man so kennt. Und dann habe ich auch mal ein bisschen pseudomäßig studiert, weil ich dachte irgendwie, Studium mal checken irgendwie und Islamwissenschaft ist was für mich, weil ich auch viele türkische Freunde hatte oder so, oder ich das irgendwie auch spannend fand und so. Aber habe dann gemerkt, nee, ist nicht ganz der Studi-Typ und auch nicht ganz mein Fach. Super heftig, jetzt die Sprache zu lernen, so, da muss ich echt reinhängen, von rechts nach links und solche Dinger, irgendwie so, okay, krass, wow, und dann habe ich es schleifen lassen und da konnte man noch ein bisschen reingeschrieben sein, länger früher, und dann hast du noch ein bisschen HVV-Ticket gehabt und so, Bus und Bahn fahren und warst irgendwie eingeschrieben und ja, so, also nee, nichts mehr danach. Danach kam eigentlich genau die Musik und ja, da kamen so Sachen halt so wie Trainingslager in mein Leben und so einfach. Das Was ist das Trainingslager? Chemnitzstraße in Altona, so eine, da gibt es das alte Taz-Gebäude, gab es damals. In Hamburg kennen viele dann die Story noch so, das gab es dann nicht mehr, war die Taz nicht mehr drin halt in dem Gebäude und dann war es leer und dann sind wir da einige Freaks rein halt so und haben das gemietet und da gab es ein Studio drin, da haben einige gewohnt, ich dann irgendwann auch so ein paar Jahre und andere, die auch ein Label betrieben haben und ja, ich war DJ, es gab ein paar andere DJs, es gab Sänger, Rapper, wie gesagt, ein bisschen organisatorische Menschen, das Studio und da sind verrückteste Partys, haben wir gemacht. Das ist meine Sozialisation in Hamburg, ist abgesehen davon, dass ich viele einzelne Leute habe, die, weil ich auch einfach Hamburger bin, der irgendwie viele Leute kennt und so und dann so viele Leute für mich eine Rolle spielen, einfach so wichtig sind, ob jetzt als Freunde oder Musiknetzwerk und Sozialisation, da nenne ich eigentlich immer als erstes Trainingslager, weil das erste richtige Ding war, so okay krass, wie wir vorhin meinten, Abitur und dann 98 erste Club-Erfahrung, so bei Samson im Club, so im Schlachthof war 33 ein Drittel-Club, wo auch Ben Kenobi irgendwie Resident-mäßig aufgelegt hat und so, da meine Erfahrungen gesammelt und so, aber das erste eigene Dinge und dann so dieses erste richtige Zuhause und krasse Einflüsse waren Trainingslager halt so, wo ich dann mit Stöcker Stereo ein Resident im Molotow Club hatte, 2,5 Jahre lang, so richtig, okay, das ist unser Abend einmal im Monat und wir haben dann hier und da mal einen Zipperlot oder einen Matt oder so zu Gast oder Mirko, die dann irgendwie da so ihr Set machen und wir machen Resident halt so und oft waren wir auch nur wir beide irgendwie so. Keine Gäste und es waren Mega-Partys und dann die ganze Familie halt so. Also wir waren nur in Anführungsstrichen die Residents. Da gab's Beatboxer, so wie Dante oder andere, die dann da gebeatboxt haben, der auch tierischer Musiker ist und auch gesungen hat und so und Band aufgestellt. Rapper, einige natürlich, wo Teamsport draus entstanden ist, dann die Band zu der Zeit, so zwei Rapper. Wo Knauf und Olli dann eine Rap-Gruppe gegründet haben mit Pauli, der schon lange der DJ von Fettes Brot ist jetzt und dann auch Deine Freunde, diese Kinder-Rap-Gruppe mit den anderen zwei gegründet hat. So. Und Pauli war bei uns dabei, um jetzt mal kurz noch ein paar witzige, namhafte, weil es halt zu krass schon, was da draus noch so entstand, diese Energien, die da waren, ja, das ist für mich das wirklich ganz viele tolle Leute, einfach Party gemacht, so Gäste, die wirklich sich sicherlich oft auch gerne daran zurückerinnern, so wie ich auch, es ist einfach eine schöne Zeit und halt krass abgefahrene Leute, was da für, da hing dann Mackie auch, der so irgendwie dann sein Hip-Hop- und Reggae-Ding irgendwie gemorpht hat und gemedleyt hat irgendwie und so und seine eigenen
Dinger eingehauen hat schon und so. Und der ist ja jetzt irgendwie, der ist ja dem Vogel überhaupt abgeschossen, ist die rechte Hand von Diplo halt jetzt so, von Major Lazer. So. Mhm. Mackie ist wer? Junior Blender. Junior Blender, ja. Ich hab's mir gedacht, aber ja, muss ich sehen. Ja, zu krass, was der dann Musik studiert und im Keller immer so mit Steff zusammen da so. Das ist so ein bisschen, das ist schon Hamburg-mäßig so ein bisschen, wenn man so in dem Musikbereich mehr oder weniger, also es gibt ja auch Techno hier und House und alles, aber das ist immer so ein bisschen ein anderer Schuh gewesen, aber Hip-Hop und Reggae und so, da kannte man sich schon und Funk und Soul auch eigentlich. Das gibt's so Szenen irgendwie und so Bewegungen so richtig und da gibt's gewisse Leute und die was getan haben und ja, Mackie ging dann mit Steff so, der hat sich als Mischer irgendwie etabliert und dann hing er da und hat immer seinen Dinger gebastelt und so und irgendwann tschüss halt so, macht er so seine Mashups und so und Diplo entdeckt die und holt ihn halt nach L.A. so irgendwie und ist da, hat halt die Welt Mega-Hits geschrieben so, dann ist Ayo bei uns ein- und ausgegangen, die Sängerin so, die ja nach Frankreich irgendwann mit Patrice und so weiter das und so. Alles das Trainingslager. Alles Trainingslager. Kann man das im Grunde als so eine und Neka halt auch, um es noch zu beenden. So. Also die hingen auch mit uns rum und so. Und das waren dann so, wo du gemerkt hast, so okay, wow, was ist mit denen passiert? So. Aber Entschuldigung, ja. Kann man das als eine so urbane Musikkommune quasi begreifen? Komplett, ja. Genau das, ja. Was in Berlin sicherlich schon eher noch Standard war. Und dieser Flavor war in Hamburg halt auch ganz gut da in den 90ern noch und 2000. Ich bin, mein Vater ist nicht bei uns mit gewesen quasi, ich bin aufgewachsen eher mit Schwester und Mutter so und der war auch in Berlin eine Zeit, da habe ich ihn dann auch öfter besucht. Also ich kenne auch Berlin aus den guten alten Tagen und so und abgesehen davon ist meine Freundin auch seit 6 Jahren in Berlin am Arbeiten und wir pendeln. Oh, und da habe ich die Stadt wieder ganz oft gesehen und neue Leute kennengelernt, neue Ecken und die Stadt wieder extrem zu schätzen gelernt. Also ich liebe beide Städte, finde ich super halt so. Klar, ich bin Hamburger und ich liebe dieses schlüssige, auch manchmal enge irgendwie, jetzt nicht eng, weil die Städte immer voller werden, das ist ein bisschen schade irgendwie so, aber ja, es ist alles sehr nah hier und du kannst mit dem Fahrrad überall hin, bis in 10, 15 Minuten, eigentlich überall, wenn du im Zentrum wohnst, das ist halt mega und Berlin ist halt so, musst du mal 45 Minuten mit einberechnen, wenn du irgendwo hin willst, kann schon mal vorkommen, du willst den sehen, ja, dann hau rein, setz dich in die Bahn oder aufs Fahrrad und guck da mal rum, aber ich liebe es darum zu gucken, die Straßen zu sehen, den Vibe irgendwie so, der da auf den Straßen ist, in manch einem Viertel, wir wohnen jetzt in Wedding so, da gibt's Ecken so, wo ich denke, boah, geil, so bin ich aufgewachsen. So war die Schanze früher, wo ich groß geworden bin. Früher, ja. So vor über 20 Jahren. Also ihr habt einen Haushalt in Berlin und hier? Yes, ja, genau. Okay. Ja. Also aber ich habe gestern festgestellt, dass du halt recht oft auch in Berlin auflegst, also in normalen Jahren natürlich. Ja, Monarch zum Beispiel, Cassiopeia war ich früher öfter auch, als dann noch auch hier und da mal, oder mit der Band auch, mit Superbad haben wir auch in Cassiopeia gespielt und Monarch, auch super halt so den Laden und da sind ja auch Le Bob und so gewesen und Suff irgendwie mit ihrer Veranstaltung. Und dann habe ich auch mal einen eigenen Abend da gemacht. Alles vor Corona. Was die Frage zielt quasi darauf, also wenn sie arbeiten fährt, sie macht halt eher relativ normalen Job. Ja. Und du fährst quasi einfach mit und macht beide einen Arbeitsausflug nach Berlin. Ja, witzigerweise ja, genau. Weil, weil man mit dem Laptop dann heutzutage so viel machen kann. Hm. Das ist mein Segen. Dass die zum Beispiel die Plugins so stabil sind inzwischen, dass man richtig gute Arbeit machen kann und das irgendwann vielleicht im Studio nochmal ausarbeiten oder andersrum. Du hast im Studio was aufgenommen und arbeitest in Berlin aus oder ich mache was Neues und bin dann da und die Sonne scheint rein. Es ist eine andere Sonne in Berlin, es ist ein anderes Licht. Es ist eine manchmal wärmere, ein bisschen ostwindmäßigere oder mediterranere, so empfinden wir das herrlich halt so. Das ist super schön halt so, auch wirklich beides zu haben. Ich bin jetzt raus aus meinem Zuhause, aber irgendwo doch zu Hause und sitze dann da und habe halt einen anderen Blick irgendwo auf die Dinge und bin trotzdem zu Hause und mache mein Ding und kann fokussiert sein irgendwie so, aber ich bin in einer anderen Stadt, das ist ein anderer Vibe. Das ist für mich sehr viel wert gewesen, weil immer in derselben Stadt zu sein war, auch wenn man sehr, wenn ich sehr sässig bin und man irgendwo recht verankert ist, wie man das so von Hamburgern auch kennt, so gar nicht so einfach halt so. Meine Schwester ist schon lange in Frankreich, meine Mutter auch irgendwie, meine Freundin kommt aus Ostfriesland, ist dann nach Hamburg und dann nochmal nach Berlin irgendwie so halt wegen beruflich und so und das ist, da sind manch Menschen beweglicher als ich so. Aber dann irgendwann habe ich auch gemerkt, so einfach natürlich, wie gut das tut, wenn du auch mal
was anderes siehst du. Ja. Also ich bin auch total unbeweglich. Ich bin Berliner, ich bin in Berlin geboren, ich bleib Berliner, ich werde da nicht wegziehen. So. Du liebst es halt auch einfach, total, deine Stadt. Ja, eindeutig. Wo da wohnst du? In Mitte. Also zentral auch noch. Da wo jetzt der BND seinen Neubau da hingesetzt hat, leider potthässlich. Relativ nah beim Hauptbahnhof auch. Ja, genau. Da in der Ecke wohne ich. Mhm. Genau. Genau. Also, wie du ja weißt, bin ich auch Berliner. Ich weiß jetzt nicht, wo du in Wedding wohnst, aber wir sind fast Nachbarn. Ich am Prenzlauer Berg. Am Oma. Ja, bist du nicht weiter. Nee. Ne? Ja. Und ich wohne tatsächlich, also bis auf einen kurzen Ausflug für ein paar Jahre in Friedrichshain, habe ich mein ganzes Leben in Prenzlauer Berg gewohnt. Ja, geil. Also du kennst die alten Zeiten auch. Also, das war ja Osten und so. Ja, cool. Also ich bin aufgewachsen mit Klo, halbe Treppe. Habe ich gehört, die Storys. Genau. Das war bestimmt ganz cool auch, ne? Schräg. Wenn du ein achtjähriges Schulkind bist, ist das nicht geil, wenn du nachts irgendwie auf Klo musst und musst eine halbe Treppe hochrennen. Ja, witzig. Story hört man immer. Das ist witzig. Das ist richtig so eine der, das ist markant hängen geblieben dann so, ne? Das habe ich genauso auch von anderen Leuten gehört. Aber das ist krass natürlich. Aber der Straßenvibe und so, also wie war das? Es gab halt echt, also im Vergleich ist ja im Prenzlauer Berg relativ viel stehen geblieben im Krieg. Also wir haben im Prenzlauer Berg ungefähr so ein bisschen über 80% Altbauquote, die schon vor dem Krieg stand. Gab natürlich trotzdem recht viele Ruinen. Ja. Und der Osten hat ja keine Kohle. Also die standen halt einfach rum und verruinierten weiter. Ja. Und in sowas haben wir halt gespielt. Genau. Oder in alten Autowracks und so. Das sind ja im Grunde ein Traum. Bilder, die man von Berlin kennt. Die Alter, wie habe ich das geliebt? Also heutzutage machst du einfach einen Abenteuerspielplatz damit auf. So. Ja, genau. Ja, auch gut. Aber vor 10, 15 Jahren, das habe ich so geliebt, diese Hinterhöfe und dieses so, ey, okay, da scheint ein besetztes Haus zu sein oder Alternative hängen da rum, so wie Flora bei mir gegenüber. So normal. Irgendwelche Fahrräder irgendwo, drei nackte, kaputte Fahrräder an die Wand gehängt, dann hast du schon erkannt, da könnte was los sein. So. Ja. Also das sind die Vibes und Orte, die ich gesucht habe und womit ich Berlin identifiziert habe. Auch ein bisschen dann Paul-Linke-Ufer oder was auch immer, irgendwie so dieses so da am Fluss hängen und dieses Kreuzberg, okay, heute schon ganz schön busy. Ja. Prenzlberg auch nicht mehr dasselbe, aber ich bin in der Schanze groß geworden, frag mich nicht mehr nach Schanze. So. Es ist meine Heimat, wurde sehr. Naja, wir hatten gestern ein Spiel, Spaziergang, genau, wir hatten waren Schulterblatt, Schanze. Wir sind ein bisschen lang gelaufen, ja. Gentrified. Genau. An der Flora waren wir. Ja, die ja Gott sei Dank nicht. Die sind ja sich treu geblieben. Die sind sich treu geblieben. Die sind immer noch da. Die fallen da jetzt wahrscheinlich auch richtig doll auf im Vergleich zu früher, oder? Ja. Optisch halt, ne, aber weiß nicht, früher war noch mehr losgeführt so. Halt so. Also, ja, aber ich meine, also wenn jetzt weiß das ganze nicht, was Umfeld die jetzt machen aus dem Büro raus, aber da hast du richtig das Leben noch gespürt und jetzt, wenn du davor bist, ist so, ja, das ist halt die Flora so, normal halt so irgendwie und dahinter sind chillige Leute und auch ein paar Hustlers und Dealers wie bei euch im Kreuzelpark oder was auch immer, keine Ahnung so, aber der Park ist dahinter und da ist ein bisschen chillig, aber vor der Flora, da ist eigentlich gefühlt, ist alles so viel Action von diesem gentrified Publikum und Tourismus und Hipstertum, das verblendet hart alles da. Du kriegst gar nicht mehr so viel mit von der Flora und dann liegen da die Penner vor der Tür so auch schon wie lange gefühlt. Das Bild ist da, aber es ist nicht mehr so lebendig, wie ich es früher war. Ich bin aber auch nicht mehr so viel da. Verstehe. Also das. Naja, gefühlt war mehr los halt so früher irgendwie. So, also Schanze ist. Ja, gesagt, da geht's jetzt um Flanieren und Kaffee trinken halt so. Mhm. Ich mag Kaffee, aber so schmeckt zu Hause eigentlich auch ganz gut so. Die Portugiesen sind die guten Alten wie immer und so, die waren schon ewig da, die können ja auch gar nichts dafür und so und deren Kaffee schmeckt herrlich und so. Ich mag das, sind die coolen, die Mädels da irgendwie, die da Kaffee verkaufen und so, die sind gut drauf und so und ich freue mich für die so, fürs Geschäft, ne, aber Ich habe im Netz gefunden, dass du 2009 mit dem Goethe-Institut nach Dakar gegangen bist. Ja. Wie kam das denn zustande? Ja, guck mal, das ist jetzt hier so Pyro, ne? Aha. Pyro-Merz. So. Pyro ist so ein guter alter Homie aus der Schanze. Mhm. Der ist schon seit schlau wie er ist, seit 25 Jahren oder sowas nach Berlin gezogen. Mhm. Da schon hat er geahnt, irgendwie, ich muss mal hier so nach Berlin. Auch so mit Mellomark gut befreundet und connected und ich weiß nicht, ob ihr euch sowas sagt, irgendwie wie auch immer. Pyro, der ist dann auch schon länger jetzt nicht nur der Tourmanager von den Puppet Masters, sondern auch Mitglied geworden und so. Ah, ja. Puppet Masters ein Begriff? Ja, absolut. Ja.
Und ja, feiner Kerl, Herz aller Guter und Bruder und so. Und ja, wie auch immer, 2009 irgendwie hatte man Kontakt mal wieder und er sagt hier so, du weißt ja, Digi, ich bin mit dem Goethe-Institut öfter unterwegs und so. Mhm. Weil er dann auch so, ja, auch so ein halt durch und durch Künstlertyp, singt nicht nur, rappt irgendwie, baut Beats selber, produziert irgendwie, kennt man alles in Berlin, bist du da bestens aufgehoben als Multi-Flash-Freak, spuckt Feuer, keine Ahnung, hat so eine Feuer-Explosionsausbildung und so. Irgendwie ist so One-Man-Show, so kann man, wenn man möchte, dann kann er die eigentlich anbieten. Und dann wusste ich immer, der ist viel mit dem Goethe-Institut unterwegs und macht so seine Sachen irgendwie so. Ja. Hier mal ein Rap und da mal ein Unterrichtskurs und so weiter und da mal ein bisschen Feuer spucken und das. Und das ist halt so, wie du ja ein bisschen Kultur dann mitbringen kannst von hier. Und ein bisschen was anbieten kannst, das ist ja Goethe-Institut-Prinzip so ein bisschen. Mhm. Und dann sagte er, hier, pass auf, neues Programm irgendwie, Senegal, da die Connection so, die diesmal Senegal, die fragen jetzt nach DJ-Unterricht, wollen die gerne. Und ja, du bist ja irgendwie da auch ganz gut drin und so, irgendwie hast du nicht Bock mal mitzukommen jetzt. Also das so kam's. Mhm. Ja. Und ich so, ja krass halt so, das wäre jetzt mal echt krass. So. Also, außer Tunesien-Urlaub war ich noch nicht in Afrika, so ja. Bis dahin. Ja. Und ja, war eine der besten Erfahrungen in meinem Leben halt so, dass ich das gemacht habe. Ne? Wie lange war das? Tierisch. Ja, nur 6-7 Tage. Ach, echt Tage? Ja, ja. Ja. Okay. Aber super intensiv halt, ne? Klar, mhm. Die Erfahrung und das, was wir da gemacht haben, war halt super schön. Ja, und was habt ihr da gemacht, genau? Also was hast du da unterrichtet, also den Leuten DJing ja, beigebracht genau, sozusagen? Ja, bisschen Crashkurs-mäßig so, ja. Schon. Aha. Da gab es dann auch so eine Art Hip-Hop-Academy. Und es gab ein Straßenfest, ein Kulturfest, so richtig zu der Zeit. Da hat dann Goethe-Institut unter anderem beigewirkt und dann haben andere Leute und von überall kamen irgendwie Leute ran aus verschiedensten Ländern und haben Kultur und Knowledge mitgebracht so. Und Dakar selber hat was organisiert und dann gab's mega Festival irgendwie, wo abends noch der Star aus Dakar aufgetreten ist, Rap und so und vorher andere und wir haben aufgelegt dazwischen und am Anfang und er war Headliner irgendwie und dann waren da auch irgendwie einige tausend Leute davor und auf den Dächern und überall, es war halt die krasseste Stimmung bis dahin, die ich in meinem Leben erlebt hatte, so. Also es ist quasi ein paar Tage war Unterricht, richtig so. Ja, Jungs und auch ein paar Mädels, die so richtig an zwei Turntables dann so hier, ey, Mixing, okay, wie willst du das in ganz schneller Zeit beibringen? Squashen ist immer cool, kann man mal ausprobieren irgendwie. Ja. Der eine findet es super funky, interessant und so und voll cool, ist immer sehr besonders natürlich Squashen und ich meine, bring mal eben einen Übergang bei, ist ja, ja. Nicht so einfach. Ja, halt so. Ja, glaube ich sofort. Einem Tag. Aber das Medium ein bisschen näher bringen und dann gab es natürlich auch Fortgeschrittenere und so weiter und völlige blutige Anfänger. Und an zwei Abenden haben wir aufgelegt, partymäßig, einmal an der Strandparty sozusagen, die auch so zu diesem Kulturfest gehörte und einmal bei diesem Ding halt so, dieses Konzert, was die Energie, das war halt mit das Krasseste für mich so. Wie läuft das ab? Also letztlich sagt dein Kumpel halt, okay, kannst hier fürs Goethe-Institut in Dakar diesen Kurs machen. Genau. Jetzt rufst du beim Goethe-Institut an und nee, sagst, habt ihr zwei MKs da rumzustehen? Ja, schon. Okay. Das ist tricky so. Das ist der tricky Part. Und da er schon Erfahrung hatte, hab ich nur, du musst schon ein bisschen was auch dann so an Papieren vorlegen, so jetzt polizeiliches Führungszeugnis nicht, aber ich musste so ein bisschen was, du musst ein bisschen so, die wollen ja nicht irgendwie jetzt so irgendeinen Hallodri da irgendwie runterholen, so. Da weiß ich noch, ich musste ein bisschen was dann da an Start bringen, vorlegen und keine Ahnung, musste ein bisschen gucken, wie geht's mit Malaria um, dies, das. Aber eigentlich das meiste wirklich technisch und so hat Pyro sich drum gekümmert, weil er auch Erfahrung hat. Aber das ist echt gar nicht so einfach. Manche Leute, die auf der Mission sind, die bringen dann so einen großen Koffer mit, wo alles drin ist. Ja. Weil sie wissen, ich komme da hin, da ist nichts wirklich Funktionierendes. Wie soll ich denn dann damit arbeiten? Oder es wird gesagt, ja klar, zwei Turnies, ein Mixer, normal. Und dann ist ein kaputter da und der zweite ist irgendwo anders im Land. Oder hat das gibt's. Das habe ich öfter gehört, das gibt's. Deswegen bist du schlau, wenn du Erfahrung hast und dann vorarbeitest, mitbringst oder halt echt gut organisiert. Und hast du was Vergleichbares hier schon mal gemacht? Also zum Beispiel im Trainingslager, was du vorhin erwähnt hast? Ja, Trainingslager war halt das witzige Wortspiel irgendwie, weil es für uns das Trainingslager war, aber da konntest du nicht hin und dich anmelden, um zu trainieren. Da gehörtest du dazu oder nicht. Und dann gab es halt die Leute, die zu unseren Partys kamen oder im Haus mit rumgehangen haben. Aber es war jetzt nicht so zum Anmelden und irgendwie, hey, für Schüler und so. Das jetzt nicht. Okay. Es war nur der Name des Labels auch und von den Partys.
Trainingslager Bounce System hießen wir dann auch, sind wir auf dem Flash und Splash und keine Ahnung so aufgetreten, Festivals und Partys, wo man dann so halt rumkommt. Aber genau, der Unterricht, ja, habe ich privat hier und da gegeben und gebe seit 6 oder ein bisschen mehr Jahren einmal die Woche Unterricht am Haus der Jugend in Ostdorfer Born hier in Hamburg in einem Viertel. DJ-Kurs. DJ und Studio, ja. Immer 2 Stunden DJ und 2 Stunden Studio, kann man auch mal flexibel gestalten. Gibt es denn Hausaufgaben? Teilweise. Das passiert dann schönerweise ja auch von selber, wenn die so motiviert sind, wie sie es dann doch auch oft sind in so einem Viertel, was so ein bisschen so mit Blocks versehen ist und so und nicht jetzt irgendwie hier, gibt halt auch ein paar wohlhabendere Viertel in Hamburg. Mhm. Dazu zählt das nicht, muss man so zu sagen. Und da sind dann aber auch die Schüler umso motivierter. Ja. Ich kenne viele Lehrer in Hamburg, Musiklehrer. Ja. Und das ist so ein bisschen, oder mein Vater, der auch Pianist ist, aber nicht davon lebt, sondern einfach ein sehr guter Pianist ist, aber auch einen anderen regulären Job hat so und für sich einfach immer irgendwie so, der liebt klassische Musik und bereitet sich dann 2, 3 Jahre auf ein Stück vor, auf einen Abend und dann spielt das vielleicht irgendwo anders noch und dann war es das. Also und Unterrichten hat er gemacht, aber war nie so, und das ist bei Schlagzeuglehrern, bei Freunden von mir in Hamburg oder so, ich immer rausgehört so ein bisschen so, das macht eigentlich nur dann Spaß, wenn die Schüler motiviert sind. Ja. Wenn die kommen, wirklich lernen wollen. Weil immer dieses Hausaufgaben, und da kannst du Hausaufgaben geben, natürlich irgendwie so, kannst du machen. Aber die Frage ist, haben sie sie gemacht oder wollen sie das eigentlich alles so? Weil sonst ist immer dieses Lehrermäßige, das willst du gar nicht. Und ich habe keine pädagogische Ausbildung gehabt, so, ich bin kein Lehrer. Meine Mutter war Lehrerin und irgendwo ist jetzt dann dir nicht völlig fremd und irgendwo ist es auch nur auf Augenhöhe irgendwie Knowledge verbreiten. So. Das ist, kann man ja erstmal machen jetzt, vor allen Dingen als Honorarkraft an einem Haus der Jugend. Ja. Ich frage im Grunde aus, wirklich aus Sicht, ich bin jetzt ein Schüler von dir, ich würde gerne DJing lernen und in deinem Fall, wie du sagst, im Grunde auch produzieren. Nun habe ich aber gerade in einem Viertel, was du beschrieben hast, jetzt nicht unbedingt das wohlhabendste Viertel zu sein scheint. Das stimmt. Die haben im Zweifel ja beide Möglichkeiten, überhaupt nicht zu Hause. Wie kannst du denen beispielsweise DJing-Techniken, ein Kurs die Woche, und wie können sie bis zur nächsten Woche daran irgendwie üben? Berechtigte Frage. Punkt 1, sie dürfen den Raum auch ohne mich an den anderen Tagen. Okay. Gut. Auch schon mal gut, aber trotzdem hat man dann auch nur 2 Plattenspieler da und wenn es mal mehrere auf einmal waren, dann müssen ja dann halt warten gerade so. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen so an so einer Academy, Music Academy oder was es jetzt gibt, so, oder Hip-Hop Academy, da gibt es dann so, ist der DJ-Raum, da sind dann irgendwie 5 Sets oder so. Ja. Ja, dann kannst du auch parallel, da kannst du viel mehr Leute halt bedienen sozusagen. Und da ist so ein bisschen für mich die Krux gewesen, dass man merkt, okay, du musst, also ich will die immer nur auffangen und abholen da, wo sie sind. Sprich, was geht deinem Kopf gerade vor so irgendwie? Bist du gut drauf heute oder nein? So, was beschäftigt? Bist du gut drauf? Okay, cool. Hast du Bock hier so scratchen? Irgendwie mal ein bisschen vorscratchen so? Wenn du jetzt einen neuen Bewerber hast zum Beispiel oder Interessenten so, ist immer geil. Lass ihn ran, lass ihn machen, erzähl ihm, was er nicht machen soll, nicht die Nadel kaputt machen. Bisschen dies, das so, bisschen Vorsicht. Hier ist Technik, kostet bisschen was, so muss man so ein bisschen so, aber auch nicht irgendwie Angst machen und so. Und dann hau mal rein, mach mal so. Guck mal, so würde man scratchen, mach mal. Weil das ist so ein Effekt, ist so, jetzt scratchen die und das so, geil. Wow, fett, das ist irgendwie cool. Und aus dem Hip-Hop kennen sie das und das ist so anders als alles andere. Ja, mach mal, lern mal Klavier jetzt oder Gitarre. So schön die Instrumente sind, wenn du dich dafür begeisterst, alles gut so. Aber dieses ist einfach, das hat so einen coolen Aspekt, so Hip-Hop und so. Ja. Und die meisten da hören Hip-Hop und finden Hip-Hop cool. Deutschrap ist auch wieder eine Gewichtung gehabt in den letzten Jahren, so spielt eine Rolle für die. Und dann gibt's aber auch jemanden, der will House auf einmal oder sowas mixen. Der ist dann vielleicht nicht der coolste in der Runde. Das ist zum Beispiel ein Grieche jetzt schon, der seit ein paar Jahren da ist. Also der ist jetzt 19. Also extrem ans Herz gewachsen auch so, ne?
Der ist einfach so cool halt so. Der ist dann, wie er ist, authentisch irgendwie, hat ein großes Herz so. Und stört ihn gar nicht, dass alle das erstmal uncool finden. Und die ersten Songs, die er angeschleppt haben, waren auch grauenhaft so. Ich habe ihn aber machen lassen. Ja. Jetzt ist er ein geiler Hausdigger so. Aha. Er hat bald seinen ersten Mix irgendwie, den wir auf Soundcloud stellen so. Ah. 3 Jahre später. Ja. Teil des Mixes, macht das ohne Kopfhörer so. Okay, klar, du hast jetzt Serato und so. Aber trotzdem so, es ist krass. Ich denke manchmal so, krass, wie tief bist du in der Musik so? Ja. Halt so irgendwie. Ich war mit 21 irgendwie so, okay, dieses, vorhin habe ich erzählt, ich scratch und so und bin so, yeah und so, aber eigentlich ist es ganz schön hart noch, was ich da mache so. Aha. Und erst mit 19 ist es wirklich verdammt gut, was er macht so. Und ein anderer, der auch schon lange da ist, so halb Spanier, halb Nigerianer, irgendwie so, ist so direkt den Rhythmus halt so irgendwie im Blut gehabt und so, hat gescratcht, hat die erste Mal gescratcht und der war halt voll am Start und ich so, hä? Okay, alles klar, du hast schon mal Schlagzeug, bisschen Unterricht gehabt und ja. So, okay, krass, ich ahn schon so, was ist los mit dir, so, du kannst scratchen, ich zeig dir das und du machst das jetzt schon geil, so, was ist los, aber das ist so ein bisschen so, und die waren dann fasziniert und dann kommen die von selber und zu Hause, wenn sie die Taler nicht haben, halt so, normal, es gibt Konsolen heutzutage und du kannst auf dem Handy schon DJ mixen. Irgendwo musst du anfangen. Ja. Und dann merkst du, da ist eine echte Begeisterung, Interesse. Ja. Dann versuch denen nahezulegen, was ist was, was sie sich leisten könnten, worauf sie sparen könnten, was zu Weihnachten vielleicht. So, ja. Da gibt's für 100, 200, 300 Euro schon Sachen, wo du wirklich DJen kannst. Ja. Nicht wie wir damals, so, was, 2 Turnies, Mixer, alles klar, so. Und Laptop heutzutage so, weil Vinyl, damit kannst du denen erstmal nicht kommen, so. Ja. Dann so, allein das schon so, 2 Turnies, Mixer und Laptop ist so, ja, mach doch mal 3-4 Mille klar so. Ja, ja. Hä? Ja. Nee. Woher denn? Okay, ich mach was anderes so. Genau. Das darfst du halt nicht machen, sowas so. Ja. Deswegen, du musst immer irgendwie, das ist Gold wert, dass es solche Haus der Jugenden gibt so. Ich liebe es total und das ist super aufgestellt. Da gibt es ein Tonstudio, das ist auch nicht normal so. Halt so. Und es funktioniert gut und es klingt gut und so. Und das heißt, da haben sich echt ein paar Rapper, die haben bei mir dann da irgendwie ein paar Jahre teilweise irgendwie sich knechtet irgendwie so, ein bisschen hier links, rechts Schellen gekriegt und dann haben sie es selbstständig gemacht und sind was geworden, so irgendwie so. Das gibt's so. Ja. Ja. Der eine so Millionen Klickvideos so irgendwie so. Das ist so, ey, was? Die können leben, die können ihren Traum leben so irgendwie und du hilfst ihnen dabei. Dann, wenn die Augen funkeln, das ist das, warum ich jedes Mal wieder gern dahin gehe so. Und das ist halt bei privatem Unterricht anscheinend irgendwie, was andere Leute mehr machen als ich, so halt so, ja, nicht unbedingt immer Standard, dass sie so fleißig sind. Und dann ist es mühseliger für den Lehrer auch so. Genau, ist als Lehrer vielleicht besser bezahlt, aber das Ergebnis ist dann nicht so. Besser bezahlt, der halt eine Honorarkraft so. Ja, ja, genau. Aber das ist das, was ich alles von denen bekommen habe, so die Energie, so. Du musst, also ich bin kein großer Kaffeetrinker so, irgendwie, wenn ich dann meinen einen Kaffee am Tag trinke so, am Vormittag, bin ich noch gut drauf, so, wenn ich meinen zweiten hatte, dritten irgendwie so, dann bin ich so irgendwie, macht so shaky irgendwie, so will ich gar nicht so. Ja. Das hatte ich da eine Zeit lang, dass ich dachte so, Alter, krass, sie sind jetzt hier 14, 15, 16, so, ich muss mal mit der Energie, ich muss mal wieder wach werden hier, so, was los? Bin jetzt schon hier über 40 und so, was los? Bin jetzt so 44 irgendwie so. Macht es seit 6 Jahren, aber die ersten Jahre war das echt so, boah, krass, wow, die sind so, da, und dann, ja, und dann, oh, ja, und so, und du musst da echt mitkommen, so irgendwie, dachte ich so, krass, und ich habe keine Ausbildung als Pädagoge oder so, ich bin jetzt kein Erzieher oder so, das heißt, ich musste mich strukturieren, ich musste meinen Unterricht irgendwo spontan aus den Fingern saugen, dann hatte ich ein Buch irgendwie, ich habe mir Notizen gemacht, Hip-Hop-Geschichte, DJ-Geschichte, dann kannst du, wenn die dich überfordern, dann kannst du sie ausbremsen mit bisschen Theorie oder, alles klar, der ist krass drauf, lass ihn austoben. Ich kann aufhören zu reden. Scratch. Ja, do it. Und dann ist eine Stunde irgendwann vorbei und die sind immer noch glücklich. So. Ja. Also das ist so ein bisschen go with the flow ist gerne mal bei mir auf jeden Fall. Auch. Du machst das einmal die Woche? Das mache ich einmal die Woche. Einmal die Woche, verstehe. Okay. Und dann geht das immer so einen ganzen Nachmittag oder sowas? Ja, 4 Stunden, genau. Ah ja, okay, ja, das ist ein ganzer Nachmittag. Genau. Ja. Und das ist schon richtig. Dann bist du da und die kennen dich und das ist, ja, dann wirst du wahrgenommen und du bist eine feste Instanz bei denen und so, darum geht's ja auch. Ja. Und das Pädagogische, was ich gelernt habe und was ich zurückkriege von denen auch, wie gesagt, die Liebe, die du zurückkriegst, dass du irgendwie auf dem Boden bist und irgendwie und diese krasse Influence von jungen Leuten ist halt, die sind nicht nur super schnell, die sind ja auch super fresh und so und alles muss anders und fresh sein, so wie ich damals auch NWA und Two Life Crew und so waren meine ersten Berührungspunkte mit, was ich erzählt habe von dem Sohn der Freundin meiner Mutter, also die ersten Einflüsse, das war anders. Ja, total. Das war laut und anders und hektisch und schnell und irgendwie und es wurde Sex gesagt und keine Ahnung was und das wurde nicht in Frage gestellt. Das war geil so. Halt. Ja. Das musst du erstmal alles verstehen, irgendwie, dass du anders sein willst und rebellieren willst und so.
Und das kommt dann alles wieder, wenn du plötzlich Kinderunterricht hast oder Kinder hast. So, ich meine, davon könnt ihr eh mehr erzählen. So. Aber ich mag Kinder sehr gerne. So, es ist großartig halt so, man von denen lernt. Und für Dakar, die sozusagen die Schüler, gab es für die so Auffrischungskurse? Also bist du dann meinetwegen ein Jahr später oder ist ein anderer Kumpel von Pyro dahin oder wie ist das? Ich bin noch im Kontakt gewesen, noch längere Zeit mit einem von da, der diese eine Hip-Hop-School da auch geleitet hat. So. Und dann, da ist einiges passiert, aber nicht mit mir irgendwo so. Ich war so ein bisschen da mit anderen Sachen beschäftigt. Mhm. Da gibt es dann die Adressen und so und Goethe-Institut macht ja eh immer ihr Ding und so. Für mich war das eine einmalige Sache erstmals. Mhm. Deswegen kann ich da gar nicht so viel erzählen, wie es danach weiterging. Aber da waren sicherlich ein paar Leute dabei, die einfach nur mal schnuppern wollten und andere, die, hast du gemerkt, die waren tief drin und waren konzentriert, haben zugehört und waren so, ja, okay, cool, und jetzt mal ich mal probieren und so. Und hast du gemerkt, da ist eine Ernsthaftigkeit da, so, die werden vielleicht was machen jetzt mit den Informationen oder mit dem Hobby, Job, was auch immer dann so, keine Ahnung, kann ich überhaupt nicht sagen, was aus den Einzelnen geworden ist. So dann. Okay. Aber Goethe-Institut ist ja eine Instanz, so die machen eigentlich ja gerne auch, würde ich jetzt mal behaupten, handfeste Sachen, wo Struktur dahinter ist und die dann mit Leuten vor Ort zusammenarbeiten, das ist ja das Gute. Die wollen Kultur von hier zum Beispiel dahin bringen, arbeiten und stellen sich nicht dahin mit dem Stand und hier Goethe-Institut, hier ist CRC, so, ja, guck mal Deutschland. So. Hier ist der Luftballon und ein Kugelschreiber. Ja, genau. Ja. So. Sondern die gehen zu einer echten, im nennen wir es mal Ghetto irgendwo jetzt so, in Dakar. Und da schnappen sie sich die Leute, die wirklich an der Basis arbeiten und arbeiten denen zu. Und das macht total Sinn. Und das ist ja dann nach wie vor auch da. Ob wir jetzt da sind gerade oder nicht, das ist nur ein kleines Momentaufnahme. Moment so. Ja, genau. Verstehe. Ich habe noch einen Knopf. 5 Songs für die Insel. Also es müssen nicht nur Songs sein, es können auch Platten sein. Ne? Also ganze Alben, wie auch immer. Jetzt musst du keine Party rocken, du musst niemanden unterrichten, du musst dich auch tatsächlich jetzt nicht im musiktheoretischen Sinne mit Musik auseinandersetzen. Du kannst sie einfach nur genießen und natürlich abgehen, wenn du möchtest. Ja, ne? Ja. Ja, das ist schon so, dass ich dann so Favorite Artists hätte halt so. Einzelne Songs kann man machen, kann man auch ganze Alben mitnehmen oder teilweise auch einfach irgendein Album von Nina Simone oder Syl Johnson müsste dabei sein, um den Soul-Aspekt dabei zu haben. Mhm. Das ist schon mal völlig klar so, weil Soul-Platten finden bei mir auf jeden Fall immer noch und immer wieder ihren Platz so, ob mal zwischendurch oder auf den Sonntag, genauso wie eine Reggae-Platte. Darker Than Blue ist ein Reggae-Sampler, der unglaublich gut ist so. Aha, okay, nie gehört. Ja, tierische Compilation so. Und das kannst du mal auch auf den Sonntag raufschmeißen und dann ist alles gut so. Zum Frühstück irgendwie und die Sonne scheint rein auf der Insel und für immer, weil zeitlos ist einfach so gut. Da ist dann auch zum Beispiel, da sind auch teilweise Cover drauf auf Darker Than Blue, wie Is It Because I'm Black von Syl Johnson, wird witzigerweise auch auf dem gecovert dann als Reggae-Version oder so richtig tiefgreifende Klassiker oder auch einfach Eigeninterpretationen so, also es müsste musikalisch eine Mischung sein. Natürlich muss auch eine Hip-Hop-Scheibe dabei sein. Mhm. Wie zum Beispiel? Ja, wie zum Beispiel halt so, wenn ich es irgendwie so, ich habe jetzt gar nicht in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel wie früher Master Ace gehört so, aber es ist trotzdem, er war, also Master Ace und so Eric Sermon, das sind so Leute, Eric Sermon auch vor allen Dingen, weil er als Produzent halt so sein Sound irgendwie, der mich so hart beeinflusst hat, auch so, der mich so abgeholt hat. Max Sommer ist EPMD, oder? EPMD, ja. So Redman, Keith Murray irgendwie, sich selber so, was er da für hübsche Klassiker gemacht hat, oder diesen Song, wie toll er mit Lauryn Hill sie von dieser Unplugged-Scheibe da, die ihre Gitarre gesampelt hat und da aus dem Beat mit seinem Sound, einfach sein Sound. Und das ist sicherlich was ich wollen würde. So, es gibt so viele Indie-Scheiben, die ich feiere und so und so viel abgefahrene Musik und inzwischen auch irgendwie so viel auch, was ich an modernem höre, was ich früher gar nicht so irgendwie so viel brauchte, aber jetzt auch so Einflüsse irgendwie von moderner Musik, so ob neuer Hip-Hop oder irgendwie dann so Afrobeats oder irgendwie Bassmusik mit Soul gemixt oder so, was auch immer es da gibt so.
Aber das ist vielleicht gar nicht so das, was man dann irgendwie jetzt so die fünf essentiellen Platten wären halt so. Da würde ich dann wahrscheinlich eher die Beautiful Struggle von Master Ace oder so, die LP mitnehmen, um, ja, der erzählt auch eine Geschichte dann auf der Platte und das ist so richtig ein Konzeptalbum und da sind einfach Songs drauf, so, das ist so, ja, okay, da komme ich her halt so. Das haben wir zu Trainingslagerzeiten, habe ich das viel gespielt. Aha. Und ja, unglaublich halt so, der Sound und sowas und das ist eher das, glaube ich, wovon ich mein Leben lang dann auch noch zehren könnte, so halt, wie gesagt, diese Soul-Platten und so, das Alte und aber dann auch zum Beispiel die African Giant von Burna Boy, die würde ich auch mitnehmen, weil ich sie auf Vinyl habe, weil es nicht so viel Afrobeats auf Vinyl gibt, aber die gibt's auf Vinyl und Burna Boy ist ein Beispiel für Afrobeats, der es aber verdammt gut gemacht hat, so, er ist einfach one of the artists sozusagen der letzten Zeit und Afrobeat beschäftigt mich sehr und finde ich einfach sehr fresh und sehr fühle ich einfach und er ist natürlich top und die LP würde ich auch mitnehmen und ja, habe ich schon fünf genannt? Ich glaube ja. Ja? Ich glaube ja. Weniger. Ah, ja, okay. Naja, mit Nina Simone und Syl Johnson. Ja. Irgendwas Funkiges noch. Ja. Letzte wäre noch eine Funky-Scheibe. Irgendwas, was ein bisschen in die Hüfte geht, wo man dann so ein bisschen so abdancen kann und so. Weil Afrobeat ist dabei, Reggae ist dabei, Soul ist dabei, Hip-Hop ist dabei. Dann muss noch eine Funk-Scheibe dabei sein. Und dann wird es wahrscheinlich auch eher ein Klassiker aus den 70er Jahren sein. Und nicht eine Single, sondern irgendwie da bräuchte ich dann auch ein gutes Album. Und ja, komme ich gerade nicht drauf, welches. Kann man nicht entscheiden, es gibt so viele gute. Ja, das ist das Problem an dieser Rubrik. Ich würde sagen, kannst du nachreichen. Mach ich. Aber sag mal, du sagst irgendwie, du bist in Hamburg geboren und aufgewachsen und eigentlich dein ganzes Leben hier, ja. Bis auf den Umstand, dass du zwischen Berlin und Hamburg pendelst. Mhm. Bist du jemand, der Heimweh hat? Das würde ich, glaube ich, haben, wenn ich länger weg wäre. So. Also hatte ich auch schon mal in meinem Leben halt so, als ich da in England war als Kind und weiß ich nicht, wenn ich dann jetzt mal im Urlaub war irgendwo oder in Afrika oder im Urlaub auf Kuba oder in Thailand oder so, da weiß ich nicht, in den paar Wochen irgendwie habe ich jetzt nicht die Heimat vermisst, aber wenn ich jetzt Monate woanders wäre oder sowas, ich denke schon, es ist schon ein harter Anker, wie gesagt, als Hamburger ist man da so. Typischerweise kennt man das so, dass man dann irgendwann schon Bock auf die Heimat hat. Ich frage halt einfach, ob es nicht. Ich denke schon. Ob es nicht dann irgendwie vielleicht auch cool wäre, eine Compilation oder so deutscher oder Hamburger Hip-Hop oder so mitzuhaben. Wo du sagst, so ja, hier sind meine Homies, sind irgendwie mit dabei. Ja, ne? Auf der Insel. Ah, jetzt verstehe ich deine Frage überhaupt erst. Das ist ein guter Gedanke, aber da würde ich dann wahrscheinlich das Album mitnehmen, was Hamburger Hip-Hop ist und was ich selber produziert habe und bald rauskommt von Suris und DJ Suro nämlich. Das ist wohl ein Zufall. Genau, die LP kommt bald raus und das ist mein Soulbruder, mein sowieso ohnehin auch Soulbruder und guter Freund, aber auch der redet von der Seele und das sind Themen, also mit denen ich schwer was anfangen kann auch so und wenn ich dann auch mal auf einer Party irgendeinen Song einfach nur spiele, weil ich den feiere und weil es dann nach vorne geht oder vielleicht mal irgendwie jetzt so schwer abgeht und irgendwie so ein Bassbrett ist oder sowas und dann geht es nur in Anführungsstrichen um Party oder so, das ist dann für den Moment cool und in einem anderen Moment wirst du wieder deeper als DJ oder so. Ich mag die Wellen sozusagen beim Auflegen, aber auch zu Hause und immer brauche ich diese Wellen, deswegen brauche ich es immer so unterschiedlich. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es eher das, wie gesagt, so was kannst du dir 20 Jahre lang anhören? Doch nicht irgendeinen oberflächlichen Quatsch halt so. Ja, also. Ja, ich genau. Aber siehst du, er hat die Sache mit der Insel gut verstanden, ne? Dass er da 20 Jahre auf dieser Insel sein muss mit den 5 Platten. Ja, ganz, finde ich gut. Was für Bäume gibt es da, was für Früchte? Ich hoffe Mango, Papaya, irgendwie sowas. Ja, letzten Endes ist ja deine Insel, die kannst du dir selber zusammenschustern. Ah, cool, okay. Dann will ich auch ein paar Hanfsamen irgendwo reinwerfen. Aber ja. wir hatten gestern, wir haben gestern 2 Folgen aufgenommen, der Transparenz halber. Wir hatten gestern in einer Folge
besprochen. Im Grunde könnte man auch mit diesen ganzen Gästen, die wir jetzt so über die ganzen Folgen verteilt da hatten, wie so ein Atoll. So ein Atoll mit lauter, ja, mit lauter kleinen Inseln. Und dann schwimmst du einfach zur Nachbarinsel rüber. Und DJ Hopping. Ja, ja, genau. Genau. Mhm. Genau. Ich guck mal rüber gerade, was der da macht. Das ist ja heute gerade so ein bisschen so heiß Twitch. Also, ich teile deine Insel auf meinem Twitch-Kanal. Auf meinem Twitch-Kanal, genau. Ja, ja, das stimmt. Hast du denn mal gestreamt jetzt hier in dieser Doch, einige Male tatsächlich, ja. Corona-Zeit, mir ist wirklich gerade das Wort Corona nicht eingefallen. Das ist ja auch ein Wort, was kaum benutzt wurde in den letzten anderthalb Jahren. Ein bisschen aus dem Trend. Ist ein bisschen aus dem Trend, das stimmt. Ja, ist ein bisschen trendy. Also du hast gestreamt. Trendiger ist dann sozusagen der Begriff Deutscher mit Nazi-Hintergrund, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Fand ich ganz witzig, hatten wir gestern im Studio den Begriff. Der ist schon witzig. Aber zum Thema Corona und dann Streaming, ja, habe ich gemacht. Einige Male, witzigerweise mehr als ich gedacht hätte, weil am Anfang dachte ich, oh, jetzt von zu Hause und so und hier jetzt so aus meinem Wohnzimmer und meiner arbeitsinterner Fläche jetzt so hier belichten und Kamera drauf und weiß ich jetzt gar nicht irgendwie so und da immer dann so, ja klar, machen einige irgendwie, weiß ich nicht, hat mich nicht so richtig gekriegt irgendwie. Und dann hat man hier und da mal einen Stream gemacht, aber vor allen Dingen war ich halt froh, dass Krischi dann auch, der von OH auch ist, OH Booking, auch die Booking-Agentur, wo ich auch drin bin, eine Hamburger, der hat dann zusammen mit mir, wir haben was auf die Beine gestellt, der hat einen Club auch in Lüneburg, den Salon Hansen. Und ich wusste natürlich, dass der auch brach liegt und vor sich hin vegetiert und alle so ein bisschen nach Luft schnappen. Und dann habe ich von diesem unglaublichen Möglichkeit halt ja auch mitbekommen, dadurch, dass ich bei Rock City mal wieder war. Das ist so ein Hamburger Musikverein, legendärer auch schon. Gibt es seit 37 Jahren, meine ich. Macht das eine Frau, die das fantastisch sich einsetzt für Musiker, Bands, künstlerische DJs. Jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, gibt es diese Hilfen, Gagenfonds, Aufstockungen und solche Geschichten gibt es dann ja jetzt so. Das heißt, du musst dich überall ja irgendwo ein bisschen dann bewerben, wie auch immer, Papiere ausfüllen. Und Hamburg als einziges tatsächlich gibt es das so, dass diese Frau im Namen ihres Vereins und für die Hamburger Musiklandschaft bei dem Hamburger Kultursenator beziehungsweise zuerst beim Bund tatsächlich die Gelder klar gemacht hat und gesagt hat, Kulturbehörde so, pass auf, wir sind ein Verein, wir haben die Struktur, wir brauchen Geld. Und wir werden die Nachweise der Musiker, Künstler reinholen, also Musiker, Bands, künstlerische DJs, dass sie das sind, dass sie damit ihr Geld verdient haben, überwiegend dann und so. Oder so und so, solche Nachweise musstest du aus 2018, 19 nachweisen halt. Und dann genau, bist du Headliner oder nicht halt so, musst du Flyer einreichen, dies, das, jenes. Ja. Okay, hast du dich ein bisschen durchgewühlt, so ein paar Stunden durch diese Anträge. Und dann ist es im Nachhinein auch gar nicht so ein großer Akt mehr, weil wenn du dann erstmal da zu Recht sozusagen nachgewiesen hast, dass du wirklich von der Musik gelebt hast, so, dann konntest du da Streamings einreichen, die du dann sozusagen auf deine eigentliche Gage aufgestockt bekommst von denen. Also aus einem Pott, aus einem Fonds von Kulturgeldern, vom Bund und jetzt auch hat in der zweiten Runde, die jetzt gerade noch läuft bis Ende April, hat der Hamburger Kultursenator das für gut befunden sozusagen und nochmal eine Viertelmillion draufgelegt auf die erste halbe Million, die verteilt wurde an Hamburger Musiker, Bands, künstlerische DJs, die nachweisen konnten, dass sie wirklich davon gelebt haben, dass bei ihnen sehr viel einbricht. Ja, und jetzt hast du Streamings gemacht und hast nachgewiesen, dass da ein professioneller Veranstalter dahinter steckt. Und dann kommt meinetwegen 100 Euro über Spenden bei Twitch rein und dann sagt halt irgendwie dieser Verein, wir stocken das mit dem Geld auf deine normale Gage. Du verdienst, keine Ahnung, 500 Euro am Abend und genau du kriegst jetzt von uns 400 Euro. Das ist eine geile Idee. Super, oder? Ja. Also, das war krass für alle. Dann hat mir Andrea auch von Rock City dann gesagt so, und sag das deinen ganzen Leuten und so. Ja. Und am Anfang waren einige skeptisch und so und dann irgendwie immer mehr. Und jetzt, alle sind mega dankbar. Und alle, wir haben mit Krischi dann da im Salon Hansen
Wir fahren immer alle jetzt freitags nach Lüneburg so. Jeder legt eine Stunde auf so. Ja. Du machst dann ein Set halt und alle sind so, ja geil, wir dürfen wieder. Und irgendwie gucken Leute zu. Ja. Teilweise 50 oder 100 Leute oder so. Und da gucken Leute zu, also nicht nur 10 oder so. Das ist dieses Demotivierende, so du machst dein eigenes Ding plötzlich so von zu Hause. Ja, ja. Gucken 10, 20 Leute zu, vielleicht mal 40, fett so irgendwie. Aber so halt dieses so, okay krass, da ist ein anderer Motor jetzt dahinter irgendwie. Ein Veranstalter und so weiter, da sind Kameras, das sieht nach was aus, das macht Spaß. So, die können Leute können kommentieren, können Herzchen, Ballons und Applausi schicken und so. Es ist alles voll sweet und so. Und es funktioniert. Und es ist, du kannst Geld verdienen, in Anführungsstrichen halt so. Also ja, natürlich möchte man andere Zeiten wieder und ohne Publikum ist immer noch so ein Ding, aber alle sind mörderdankbar halt so. Ja. Naja, es ist halt, also weil du sagst, so relativ wenig Leute gucken halt mitunter zu. Erstaunlich, ja. Ja, ja. Also jetzt so generell halt so. Generell, genau. Da wird das Kultur doch so. Ja, ich also, finde es ehrlich gesagt gar nicht so erstaunlich. Also ich weiß nicht, ich glaube Hamburg war wirklich auch gut vertreten bei United We Stream. Ja, war zumindest Berlin irgendwann mein Eindruck. Genau. Na, ich glaube, die Initiative geht aus Berlin. Ja, genau, von der Club Commission, glaube ich, geht die aus. Und Arte oder was. Ja, irgendwie sowas. Ist ja auch egal. Aber jedenfalls, eine Zeit lang waren die ja ultra fett. Also da waren ja Megazahlen, die dazu geguckt haben. Aber ich glaube, irgendwann waren die Leute satt, zum einen. Das stimmt, den Mann habt ihr zuerst gehabt, oder hat das zuerst gehabt, genau. Das zum einen und zum zweiten, so toll unsere Arbeit ist, aber uns nur beim Knöpfchen drehen zugucken, ich meine, bei dir passiert mehr. Nein, du denkst dann immer, die tanzen jetzt zu Hause, machen die aber noch nicht mal. Der DJ legt sich nur auf, was willst du da groß sehen, ja. Ja, stimmt. Gibt nicht viel zu gucken. Also sie müssten der romantische Gedanke, dass sie zu Hause ein bisschen tanzen, so, das ist schon toll. Und dann oft denkt man auch im Nachhinein, weiß ich gar nicht, vielleicht steht der oder die dann die ganze Zeit am Tisch und hat geguckt. Aber trotzdem, es gibt gutes Feedback so. Und ich habe auch schon gehört, dass Leute getanzt haben zu Hause und so. Also ist. Das habe ich dir erzählt, so, ne? Von der Balkon-Session, die ich da gespielt habe. Da gab es so ein Pärchen aus Italien, die, ich habe so 2 Wochen lang hintereinander jeden Tag gespielt, also jeden Wochentag, 5 Tage die Woche. Okay. Und in der 2. Woche, da schrieben die mich dann aus Italien schon an und da sagten dann irgendwie, wir warten jetzt schon dass es dann bei dir losgeht. Geil. So, dann haben wir einen großen Fernseher an und tanzen. Ja, so, das war halt im harten Lockdown, der in Italien ja auch wirklich obergrob war. Ja. Die konnten ja gar nicht raus, ne? Und das so. Baut und für die war das, genau. Für die und war natürlich ist immer noch ein Bildschirm dazwischen und so weiter irgendwie, aber trotzdem, also jetzt sind ja die Töne auch so irgendwie umso lauter, dass da in Berlin diese Philharmonie-Geschichte da jetzt, was ja gerade in den Medien auch habe ich gesehen, irgendwie dieses 1000 Leute oder was, oder viele 100 Leute zugelassen, alle mit Testfeuer und so, und dieses, kann man da jetzt ein Modell vielleicht finden für, wie es irgendwann wieder kommen kann und so. Und dann die Leute teilweise ja angeblich da mit Tränen in den Augen endlich wieder jemanden im selben Raum angucken und der macht Musik, die Musiker ja auch zu Tränen gerührt, so endlich darf ich wieder für Leute, weil es einfach so anders ist. Ja. Und vorher hatten wir dieses, dann hat jemand mal auf dem Balkon ein Konzert gegeben oder so, oder du kommst mit dein anders Klavier von den Menschen zu Hause oder im Garten machst du bisschen irgendwie Cello und die Leute stehen am Gartenzaun. Das hat es ja alles gegeben, was schon viel, glaube ich, sehr wertvoll ist für die Leute gewesen ist. Ja. Aber ja, genau, wir haben jetzt ein bisschen diesen Monitor immer noch dazwischen, ein bisschen Twitch und so beim DJ-Stream. Und trotzdem weiß ich, da sind wirklich Leute und dann sind da einige DJs und die hucken dich ab und die freuen sich, weil irgendwo muss es ja weitergehen und alle halten ein bisschen zusammen und es geht weiter und man kann weiter rumnörden und dann gibt's Fans und dann gibt's Leute, die dich noch gar nicht kannten und so, all dass dieses ganze Spiel auch weitergeht so. Ja. Okay, die tanzen jetzt nicht alle gerade vor dir so, wie du es kennst. So soll's auch bitteschön wieder werden. Ja. Aber es ist trotzdem nicht nichts. Also ist schon schön auch. Ein Punkt, den wir noch gar nicht geklärt haben, ist, du hast zwar erzählt, du hast schon auf Schulpartys aufgelegt und so weiter und so fort, aber was war denn eigentlich der grundlegende Gedanke, gewissermaßen die Initialzündung? Jetzt guckt er mich an, als wenn ich einen Knopf drücken müsste. So, ne? So war das gemeint, So, okay. Diesen Knopf etwa? Du drückst den so selbst. Ja, gut. Was war denn der Grund, dass du halt bei einer Schulparty auflegst? Hast du gesagt, kannst du dann nicht irgendwie so die Initialzündung? Kann ich mal probieren? Sekunde mal. Nee, wir haben ja dieses... Weil der Rauschen, das Rauschen ist vorweg, ne? Ja. Ja, da wäre aber du hast... Ja, okay. Ganz geil, genau, geht in die Richtung, genau, so ein bisschen wie in eurem Intro, in den Jingle, da ist auch so ein bisschen tschang, tschang, tschang angechoppt. Ja. Aber das ist halt eine gute Frage, weil ich
also es spielte schon eine Rolle früher, einfach Musik halt so und geil irgendwie. Also es ist auch einfach nach wie vor noch, ich liebe es, die Leute zum Tanzen zu bringen. Mhm. Dann bin ich voll in meinem Element halt so. Und es war früher für mich auch immer so ein bisschen Preacher, so der, keine Ahnung, in der Kirche ist der in seiner Kanzel so und der DJ ist auch in seiner Kanzel und predigt da so sein Ding weg. So. Es war nie so, ich ratte das jetzt hier runter irgendwie und so irgendwie. Da hat man auch irgendwo mal eine Hochzeit gemacht oder so und das ist überhaupt kein Problem, auch so auch mal einfach nur irgendwie jetzt hier nice ein paar Klassiker hintereinander zu spielen oder sowas, weil irgendwie das für den Moment gut ist oder irgendwie Klassiker einzubauen oder so, das ist eher bei mir dann so in so einem Kontext so. Und in einem Mojo-Club würdest du gar nicht so irgendwie so jetzt ohne Ende auf Klassiker greifen müssen, sondern die Leute kommen dahin wegen guter Musik, da kannst du, sie sind voll offen und du kannst einfach echt was predigen irgendwie so und musst nicht jetzt hier so, die Jukebox ist ja das Gegenteil dann vielleicht so, wo manche so ein bisschen klischee-mäßig irgendwie so Hate schieben dann so. Aber ich fand immer so dieses Predigen und du gehst dann und du bist so, yo, das, ich stehe für was und irgendwie und was auch immer jetzt so, ne? Aber ich will mein Ding machen irgendwie so und das fand ich immer cool. Und natürlich bist du im Zentrum und so. Das ist mir gar nicht so wichtig gewesen, irgendwie so, alle gucken auf mich oder so, irgendwie so. Nein, aber dass du eine Masse bewegst irgendwie in dem Moment. Mhm. Körperlich und geistig auch irgendwo so, aber das finde ich schon, glaube ich, wird auch damals eine Rolle gespielt haben. Na, alle gucken auf dich, ist ja beim DJ auch eigentlich gar nicht so, nicht unbedingt nicht angesagt so oder so. Ne? Also ich meine jetzt vielleicht so bei den großen Techno-Raves oder so, wo alle irgendwie aus irgendeinem Grund, den ich auch gar nicht verstehen kann, in Richtung DJ glotzen, die gucken da die ganze Zeit immer hin und ich denke mir irgendwie, man, da steht einer und das ist irgendwie 10.000 Mann in einer riesengroßen Halle und auch die Hintersten gucken nach da vorne und sehen dann da vorne so ein Streichholzköpfchen, großes Ding irgendwie vor sich hin wackeln. Ja, was haben sie davon? Ich glaube, es liegt am Konzertcharakter. Ich glaube, es liegt am Konzertcharakter. Diese Leute sind es gewohnt, bei einem Konzert auf die Bühne zu gucken, weil da passiert halt irgendwie was, mehrere Menschen machen was. Ja, ja, genau. Der DJ macht das im Grunde auch. Dann ist der Übergang ja auch fließend, wenn du so Leute wie Paul Kalkbrenner hast. Der legt im Grunde nicht auf, sondern er macht ja Musik. Ja, also, ich verstehe schon. Verstanden. Aber du siehst ja nichts, denn er steht ja hinter diesem Pult. Also was du von ihm siehst, ist Oberkörper ab, ab Brusthöhe. Ja, klar. Und wenn du in so einer großen Halle stehst, wie gesagt, da vorne ist ein Streichholzkopf, der sich mal so ein bisschen bewegt. Genau. Was hast du davon, da hinzugucken oder so? Insofern, oder aber auch in kleineren Clubs. Ja, ein bisschen wenn Faszination mich, auch und so, ne? Spielt dann auch eine Rolle. Ich meine, guck dir mal dieses, wie heißt es, Motherland, nein, keine Ahnung, dieses Festival da, wo so elektronisch, wie heißt das? So und so Land. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Da denke ich auch immer, wow, es ist so geil. Die DJs, du weißt noch nicht mal, ob die Original-DJ, ob die Übergänge machen da. Das ist ja so ein bisschen manchmal auch so Vorwurf bei elektronischen DJs, dass sie so Playlists abspielen lassen oder einen fertigen Mix und nur so tun als. Also es sieht manchmal so aus von hinten, finde ich. Ah ja, okay. Man ist so, und dann kommt Feuer, passiert gerade irgendwas und die Hände sind und die Leute sind krass fasziniert. Jetzt gleich kommt der Drop. Und du denkst dir so, als DJ denkst du dir so, krass, was hat er denn gemacht? Ja. Ihr dreht voll durch, was hat er denn gemacht? Ja. So. Aber es ist, der Drop kommt. Ja. Und die sind alle so sektenmäßig irgendwie so, ja, krass. Also beim Konzert kann ich das verstehen, dass du irgendwie so einen Künstler irgendwie so verehrst. Okay, das tun die wahrscheinlich auch, weil der hat auch Releases und die finden die Platten toll und so. Ja. Ich verstehe das schon, aber es ist so witzig. Als DJ denkt man dann immer so ein bisschen, genau, tanz doch einfach mal oder so, oder was? Du willst es ja eigentlich auch nicht als DJ, dass du die ganze Zeit angeglotzt wirst. Nee. Eigentlich will man das nicht. Nee. Genau. Nee, genau, genau, das ist der Punkt, den ich meine. Irgendwie. Also auch in kleineren Clubs, und wenn ich da in kleineren Clubs stehe oder so, ich möchte ganz gerne eigentlich nicht, dass der DJ-Platz groß beleuchtet ist oder so. Ich möchte da in der Ecke stehen und mein Ding machen. Ja. So, ne? Understatement. Ich sag nur altes Delicious Donuts irgendwie, das DJ-Ding war versteckt und schlecht beleuchtet. Ja. Und das ist perfekt. Ja, stimmt. Ne? So. Ja, was du meinst. Ja, so. Ja, genau. Also die Musik soll den Raum füllen. Das war ja der Gedanke bei der Frage nach der Initialzündung, weil Tomorrowland. Ja, Tomorrowland. Das war's. Vielen Leuten geht es ja durchaus so, dass sie halt auch Musik präsentieren wollen, aber sie möchten sich möglicherweise nicht dispositionieren und auf eine Bühne stellen, wie das eben als DJ, haben wir ja gerade besprochen, im Grunde der Fall ist. Bestimmt. Also manche Leute machen halt einfach Mixtapes. Ja, aber ja dann, wunderbar. Ja gut, aber dann reichen sie die halt sozusagen an die ausgewählten Leute weiter. Die würden sich aber nicht auf die Idee kommen, sich an DJ-Pool zu stellen. Ja, das stimmt. Gibt ja auch Ghostwriter in beim Texten. Also so, der eine ist halt extrovertierter als der andere, so, aber
alles seine Daseinsberechtigung wahrscheinlich. Definitiv. Ja, auch Tomorrowland. Aha. Ja, klar hat das eine Daseinsberechtigung, keine Frage. Normal. Und das ist ja auch total schön. Also wenn man geil, sich die wie Bühnen die auf die Kacke hauen, was und, ist, und wie man sich die Bühnen anguckt, wie das gebaut ist oder ja, so. Genau. Toll, wundervoll. Ja, also wirklich wunderschön. Flächig. Richtiges Zauberland. Ja, also, ich liebe halt auch Fusion, da war ich ja auch öfter als DJ so und das, was die, das war für mich immer noch so. Da war so ein bisschen, dann gab es die extra Bühnen noch, wo jetzt nicht nur Goa oder elektronische Musik war oder so, wo ich auch mal einen kurzen Moment drauf konnte, aber eigentlich brauchte ich die extra Bühnen, wo ich dann vielleicht mal aufgelegt habe, irgendwie das ein oder andere Mal, oder halt andere Leute einfach geilen Sound gemacht haben, so, der mehr dann meiner war. Aber das ganze Festival war schmackhaft und schön und ästhetisch und flashig und auf diesen alten Flugzeughangern und so hast du oben drauf gehangen mal und da war irgendwas, eine Spirale, die sich gedreht hat oder irgendein, keine Ahnung was, ein Drache oder so. So halt einfach optisch machen die echt schon einiges her teilweise und so, diese Festivals, das macht schon Spaß auch. Ja. Das war mein Eindruck. Wir hatten vor ein paar Folgen Mad Motor Michael, das, der ist halt eher aus der elektronischen Seite, was du beschreibst und so. Mhm. Aber ich habe mir im Zuge der Folge halt ein paar Videos da von der Fusion angeguckt. Ich war selber noch nie da. Und ja, das scheint sehr toll zu sein. Mhm. Ja. Ja, ganz schön groß geworden dann irgendwann. In den letzten Jahren war ich nicht mehr da, weil es dann mir zu voll war auch so einfach. Mhm. Ich freue mich für die, aber das war ein bisschen chilliger noch als so 15.000 Leute und nicht 50.000 oder so. Ja, aber ja. Da war aber ein bisschen eng dann so. Gibt doch möglicherweise quasi Alternativen. Ja. Oder? Ja, oder? Ich weiß es auch. Ich war nicht mehr so, in den letzten Jahren eigentlich selber gar nicht mehr so, also als ich, als Privatler irgendwie jetzt so, bin eigentlich nicht mehr auf Festivals gewesen. Gibt's so Festivals, wo eher so Soulful-Zeug läuft? Also die, die Festivals, die ich so kenne oder die, also die man so, von dem man hört, das ist eigentlich alles elektronisch und haut immer eigentlich so ein bisschen auf die 12. Überwiegend. Aber so Soulful, Disco meinetwegen, Zeug gibt es ja eigentlich gar nicht. Ich war des Öfteren auch bei der Kieler Connection halt, so Kieler Woche und so, gibt es dann schon einige Leute, die eine coole Bühne machen. Ja, also so die Soulfood-Jungs zum Beispiel in Kiel, wo ich auch, die auch Family sind für mich und wo ich gerne mal war beim Auflegen im Luna Club oder dann bei diesen Straßenfesten Kieler Woche oder sowas, die dann auch eine Bühne mitgestalten oder andere, die dann auch dazugehören, so, die, ja, da kannst du dann auch Soulful auflegen und Disco und die Leute freuen sich mega halt so, wenn du ein Straßenfest irgendwie so ganz normale Atmosphäre und dann gehst du da so und plötzlich kommt so Disco oder Funky Sound oder Soulful, ist halt anders und wenn es die mitreißt, so, was diese Musik ja auch ganz gut kann, so, dann ist es ja völlig egal. Auch teilweise ist das herrlich, ob es jetzt elektronisch ist oder nicht oder alt oder neu, wenn es einfach keine Rolle mehr spielt. Das finde ich halt herrlich so. Ja. Da gibt es diesen Baltic Soul Weekend dann noch so, ne? Mhm. Ist so ein bisschen, glaube ich, ich war nie da, aber irgendwie, glaube ich, gibt es gute Bühnen und Zelte und auch kommerziellere so. Du musst ja irgendwo auch die Leute erreichen halt so. Mhm. Und mit einem reinen Soul- oder Disco-Festival würdest du, glaube ich, nicht mehr die Massen erreichen heute. Da kannst du vielleicht so ein 200, 300, 400, 500 Personen-Festival machen oder so, aber das zu finanzieren und alles, das muss ich auch nur. Das heißt, es ist eher, glaube ich, eine Bühne oder so. Ja, ja. Eine Ecke, wo dann so ein Sound eine Ecke wird. Wo geht's denn mit dir hin? Ja, genau, ne? Gleich muss ich zum Haus der Jugend. Ja, das weiß ich. Du musst ja heute. Heute ist Dienstag. Ja, genau. Gestern war ich im Studio mit Munir, ein fantastischer Sänger aus Hamburg. Da wird ein bisschen was kommen, wo ich ein bisschen auch meine Finger mit im Spiel habe. Ich habe bei einigen Sachen Finger im Spiel, wie ich aber auch meinte, also jetzt zum Beispiel auch Hytem, der französische Rapper, der in Hamburg lebt und da kommt jetzt zu der Single Money, in Klammern Can't Buy Love, also ne, Money is the root of all evil, kennt man auch von Horace Andy. Money, root of all evil und so, also ne, ist die Wurzel allen Übels so. Mhm. Und da gibt's einen Song, wo tatsächlich jetzt auch featuring Horace Andy ist und ich habe einen Remix gemacht so. Und da ist Hytem auch dabei, der französische Rapper. Da gibt's ein Video, das kommt jetzt am Mittwoch raus, also morgen. Also die Single ist jetzt da. Bei dem französischen Rapper wird's ein paar andere Songs noch geben auf sein Album. Die kommen jetzt nach und nach raus, die wo die Musik von mir ist. Dann gibt es diverse Sachen halt wirklich, wo ich meine Finger mit im Spiel habe, so, aber ich muss unbedingt, wie ich schon erwähnt hatte, mein eigenes Album rausbringen. Und das ist so ein bisschen der Fokus jetzt so. Mhm. Also ich habe
dann teilweise Beatpakete, die ich an verschiedene Künstler schicke, wo ich irgendwie sowieso schon mit denen arbeite oder gerne mit denen arbeiten wollen würde. Also dieses Bewerbungsding läuft natürlich auch hier und da. Mhm. Oder dann immer so nächster Traum irgendwie so. Oder wer könnte auf meinem Album dann als Stimme noch vertreten sein? Weil das wird instrumental sein teilweise mein Album. Es soll ein bisschen auch mein DJ-Set widerspiegeln. So dieses, ja, Hip-Hop, Funk, Soul, da wird ein Disco-Einfluss sein bei einem Stück, was elektronisch ist, Bassy, Trappy wird eine Rolle spielen, Future Beat, Afrobeat, so, das soll alles drin sein halt so. Das muss ich da und dann brauche ich hier und da ein paar Stimmen und das heißt, ich muss immer irgendwo gucken, wer ist da noch, wen gibt's hier in Hamburg gerade, wen gibt's in Berlin, wen gibt's in England oder meine Connections, wen schreibt man einfach mal so an heutzutage so und guckt, ja, gibt viel zu tun nach wie vor, aber ich muss unbedingt auch Fokus auf meinen eigenen Kram legen nach wie vor. Ja, aber ich meine, fehlt dir das Auflegen? Fehlt mir das Auflegen? Ja, na klar. Und wie? Es hat dolle gebrannt schon, doll wehgetan schon teilweise so. Also so teilweise ja. Und Lüneburg da im Salon Hansen, die Streams. Freitag jetzt dann auch 2.4., 9.4. und 30.4. sind meine Termine. So, da weiß ich das schon irgendwie. Da freue ich mich derbe drauf. Und ich bereite mich auch mal vor und so ganz fleißig und mache jedes Mal was anderes und habe letztes Mal eine von Superbad, auch von unserer Band, hab ich die Saxophonistin und Querflötistin Charlotte Ortmann dabei gehabt, die fantastisch ist, phänomenal wirklich. Die hat mich begleitet. An einem Abend habe ich meine Musikerin dabei gehabt. Im April werde ich einmal noch meinen Rapper Cerise halt mitbringen so. Und sonst habe ich eigentlich immer mein eigenes Ding gemacht und wirklich auch mal unterschiedliche Sachen machen wollen und das hat mich irgendwo so am Leben erhalten. Das hat mir wirklich Power gegeben, so nicht in so ein Loch zu fallen, so krass, ich kann nicht mehr auflegen. Wann kann ich eigentlich irgendwann mal wieder ernsthaft auflegen? Mhm. Aber so, ja klar, ist jetzt schwierig, ist lange hin noch so irgendwie, ist krass immer noch so, aber ich hätte auch auf dem Elb Jazz Festival auflegen sollen. Aftershow-DJ war ich für die zwei Abende 2020, Corona-Jahr. War ein bisschen was Interessantes geplant, hätte mit Shawnee T in England auf dem Festival spielen sollen. Das ist jetzt alles, man hat jetzt neue Termine für dieses Jahr. Ob die stattfinden, wissen wir alle noch nicht. Ja. Da freue ich mich mega drauf natürlich, gibt nichts Schöneres. Wie krass, wenn die Leute wieder tanzen dürfen. Wie krass für uns DJs, so, wenn wir dann da stehen und du legst so eine Scheibe auf. Yeah! Keine Ahnung, und du denkst, ja geil, Alter, was lege ich denn jetzt dann für Scheiben auf, die Specials? Paar Hits, paar Klassiker, paar neue, paar ungeahnte, irgendwelche Bomben, Energiebomben, irgendwie derbe, schöne Sachen, keine Ahnung, was man sich so aus den Fingern saugt, dann so, um die Leute glücklich zu machen. Es wird wahrscheinlich super einfach sein irgendwie, weil die so dankbar sein werden. Ja, wahrscheinlich. Alle, hoffentlich. Aber hoffentlich und durchdrehen und so, ich glaube schon. Bin auch ein optimistischer Mensch, so, deswegen denke ich da dran. Klar, erstmal gibt es diese Überbrückungszeit noch und da ist, glaube ich, so, ja, das, was ich da jetzt mit Charlotte gemacht habe zum Beispiel, so, das wird man bestimmt auch noch hier und da mal machen müssen, wo die Leute noch nicht so richtig tanzen dürfen, aber trotzdem schon DJs was präsentieren dürfen und so. Also, ja, Halleluja, Corona, wer hätte das gedacht? Ja, krass. Definitiv. Zu hart für alle da draußen so. Ja. Ja. Denkst du, es gibt irgendwann einen Punkt in deinem Leben, an dem du nicht mehr auflegen möchtest? Du wirst noch Musik produzieren, ganz sicher? Eigentlich nein, genau, Musik produzieren, ganz sicher. Und auflegen hätte ich immer gedacht, nein, auf gar keinen Fall und so. Und ich glaube es auch immer, erstaunlich halt so, meine Liebe hält an. Und es ist wirklich, ich blute dafür, so irgendwie so wieder im Club zu stehen. Ich freue mich auch im Mojo mal wieder aufzulegen und so. Diese geile Energie, die man da auch teilweise hat, diese dankbaren Leute einfach so, yeah, gib mir irgendwie so oder wo auch immer halt so. Einfach so, ey, Leute tanzen, ich liebe es komplett so, aber ja, es ist alles nicht so einfach. Nee, natürlich nicht. Das natürlich nicht. Alles nicht so einfach zu sagen irgendwo, ne? Aber ich, also auflegen werde ich glaube ich schon lange noch so, nur es ist so witzig, ich habe dann Mackie, um noch einmal zurückzukommen auf Junior Blender, irgendwann, als er mal wieder in Hamburg war, und dann hatte ich ihn gefragt, hast du nicht Bock, meinen Mojo mit aufzulegen und so? Und dann war schon diese ganze Sache mit Major Lazer am Laufen und so. Und dann meinte er so, ich weiß nicht, ob ich jemals nochmal auflege. Und ich so, Digga, kannst du nicht sagen und so, hör mal, bist geiler DJ und so. Wie, ey, hör mal, wir damals und so und du und hä, kriege ich nicht meinen Kopf rein. Ja. Aber normal halt so,
warum sollte er es raus und er macht irgendwie halt stabil geile Produktionen so und flasht voll da drauf. Ah, also okay. Warum sollte man dann? Also ja, weil es Spaß macht. Ja, aber eben, machen andere Dinge jetzt Spaß. Weil es so in der DNA liegt. So, ne? Ja, also so. Für uns jetzt völlig klar, aber ja, wer weiß, was noch kommt halt so, ne? Ja, okay. Ja. Also ihr macht seit noch trotz Kinder und so, ihr habt ja auch nie die Energie verloren und so, ne? Das ist schön zu hören und so auch immer. Nee. Und Beispiele gibt es in alle Richtungen. Also ich glaube auch, ich mach's noch lange. Ich würde das gerne sogar ausbauen, ne? Also es ist ja eigentlich, glaube ich, eine häufig diskutierte Frage in diesen Tagen, ob man mit solchen blödsinnigen Berufen, ich mache Anführungszeichen, ob man das nicht irgendwie einfach abstellen will und mal was Vernünftiges machen will. Ich finde nicht, ganz im Gegenteil. Eigentlich, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, dann ist das die Entscheidung, die wirklich von Herzen kommt. Das Witzige und dafür ist, brennt man dann. Und das ist vielleicht ein Teil der Antwort auch zu deiner Frage. Schön, wie du es gesagt hast gerade auch. Und das bringt mich nochmal auf den Punkt, dass ich diesen Punkt jetzt witzigerweise mal hatte, so dass ich dachte, krass, okay, Corona, dies, das, vor allem. Ich mache jetzt was mit Holz. So, vielleicht Erzieher oder sowas dann eher bei mir, weil ich einfach mit Kindern und so das ganz gut kann drauf so. Oder ja, mit Holz weiß ich jetzt nicht so, aber gibt so ein paar Sachen irgendwie, wo ich denke, so, das könnte ich mir vorstellen. Gibt nicht übertrieben viel und früher gab es gar nichts anderes so. Aber jetzt inzwischen denke ich so, krass, okay, halt jetzt so das mit Dendemann unterwegs gewesen zu sein, 120 Shows mit ihm gemacht zu haben so und echt was abgerissen da so. Also richtig die Energie so to the fullest irgendwie so. Oder Mojo Club dann der Resident gewesen für einige Jahre so. Also dass ich da ungefähr jeden Samstag ran durfte irgendwie, dass man mir das gelassen und zugetraut hat und dass ich da einfach in dessen Namen einfach da mein Ding machen durfte und so. Das hat schon ziemlich glücklich gemacht so. Eine Wertschätzung, die stattgefunden hat, wonach ich sagen kann, jo, halt so, es gibt noch andere Ziele und andere Aufgaben und so, alles gut so, aber irgendwo das allein schon mal hat so ein bisschen dieses abgehakt, so ein bisschen dieser Trieb, der auch in einem vielleicht manchmal ist, dieses so, krass, ich muss was machen, schaffen, erreichen, keine Ahnung, nicht kapitalistisch, krass, Auto hier, Haus, bla, langweilig so, aber so, irgendwo ist da so ein Druck und so und Trainingslager gab's und Family gibt's und ich... Es ist alles so, in Releases gab's und wird's geben und gibt's jetzt und allein wenn ich das alles erledige noch irgendwie, habe ich irgendwo auch schon ein bisschen bis genug getan. Nein, aber ich möchte noch ganz viel Schönes tun und es baut sich toll was auf da mit der Familie und so und da wird's ganz tolle Sachen noch geben und ich bin mega glücklich und so. Aber ich wäre nicht mehr so traurig, glaube ich, wie früher jetzt, wenn's doch was anderes wäre. Okay. Ja, das war ein schönes Schlusswort. Schön, eindeutig. Dass du da warst. Ja. Ja, vielen Dank euch. Ja, war schön, dich kennengelernt zu haben. Gleichfalls. Und freuen uns auf deine Releases. Schön Berlin-Vibe hier in Hamburg, das freut mich. Genau. Wir sind gerne hier, wir fühlen uns wirklich wohl. Nimm dir gerne auch einen Aufkleber mit, wenn du möchtest. Mach ich. Okay, dann vielen Dank für deinen Besuch. Danke euch auch. Bis wir wieder tanzen können. Bis bald. Yeah, bis bald. So, das war die Folge mit DJ Suro. Wenn sie euch gefallen hat, was wir natürlich wie immer voraussetzen, dann folgt uns gern auf Facebook, Instagram oder auch gerne Twitter. Wir lieben es, wenn ihr den Kanal abonniert. Falls ihr das noch nicht getan habt, dann tut's doch bitte und empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr Feedback habt, dann sendet eine E-Mail feedback@andendex.de. Es gibt auch die Webseite, da findet ihr alle unsere Gäste, die wir bisher hatten und natürlich auch unser Studio, denn wenn wir mal in Berlin sind, zurzeit ja nicht, zurzeit sind wir in Hamburg, aber wenn wir in Berlin sind, dann nehmen wir das in unserem eigenen kleinen Podcast-Studio auf und das vermieten wir auch. Das heißt also, ihr könnt euch gern an uns wenden, wenn ihr euren Podcast bei uns produzieren wollt. Ja, so viel erstmal für heute und ich sag mal, bis nächste Woche.